Haku-Uki, bitte starten. Nicht, dass ich zu viel Zeit wieder verwende. Weil wir sind schon im Video drinnen. Was auf YouTube kommt. Diara liest den Chat vor, habe ich gehört. Ja. Aber auch nur so ein Gerücht, da kann man sich nicht ganz sicher sein. Wartet kurz, ihr braucht Wie, Bild, ich oder? Ich kann lesen, wusste ich gar nicht. Warte mal, ihr braucht Bild? Ach, das wusste ich nicht. Wieso kam gerade dieser Schrei? Welcher Schrei? Deiner. Sind wir live? Ja. Ich habe geschrien? Ja. Wo? Ich muss den Chat muten. Den Chat muten. Ich muss den, ich muss den Chat muten? Was? Excuse me, Liara. Liara. Übrigens, what? Opening. Ich sag nichts. Danke dafür. Warte kurz. Ihr habt das Standbild, oder? Ja. Warte kurz. Ich muss nur... Hallo, Noritius! Oh Gott, hallo. Oh Gott. Entschuldigung. Die Musik kam doch gar nicht. Kommt erst jetzt. Liara hat mich... Hallo, Noritius! Jündach. Jündach erschrecken. Jündach, dass wir schön erschreckt haben. Dankeschön. Au! Ja. No way. Mal. What you thought of? You never see it coming. You see that my mind is too fast for eyes. Yes, by me. But the time has hit you. Your last surprise. Wow. Vielen Dank für den Sub. Yeah. Ich war gerade kurz von der Musik irritiert. Hallo Harada, da war ja was. Wir sind ja dir irgendwie hinterhergerannt, auch wenn wir eigentlich, auch wenn mein Gehirn was anderes vorhatte. Du wolltest schon Patchy stalken, aber im Endeffekt sind wir mit Harada irgendwie gerannt. Ich wollte ihn nicht stalken. Ich höre das Hausgeräusch. Ja, Fetchen, ja, Fetchen. So, und danke für den Host. Ich wollte nicht stalken, ich wollte nur mit Shinpachi Zeit verbringen. Natürlich. Are you sure about that?
wir haben mit Shinpachi noch gar keine Zeit verbracht, wenn man mal die gelegentlichen Läufe draußen mit allen anderen mal vergessen. Das ist wie Case Route in Color X Malis, wo du auch gefühlt einem bestimmten Charakter die ganze Zeit nicht über den Weg läufst. Das ist ja noch nicht mal absichtlich, dass ich ihm aus dem Weg gehe. Im Gegenteil. Eigentlich würde ich sogar eben gerne öfter den Weg laufen, aber egal. You think so? Das war ziemlich heftiges Zeug heute Nacht. Oh, it's not like Ich meine, Sanans Selbstmordversuch. Ja. So wie zumindest wurde es also genannt. Mir fällt gerade auf, dass ich zwar schon mega lang weiß, dass du cosplayst, aber noch nie eins von dir gesehen habe. Ich poste nachher eins rein bei Klinge. Da kannst du es mal gucken. Ich habe ja ein paar. Apropos Cosplays, ist ja ein Wunder geschehen und Kingdom Hearts 3 kam an nach 4 Monaten. Yay. Ebenso wie mein Kiba-Cosplay, was noch nicht ganz vollständig ist, weil mir halt noch zu sich Akamaru fehlt. Also jetzt habe ich es fast vollständig, weil ich habe ja die beiden Stirnbänder, je nachdem, ob ich jungen oder alten Kiba mache. Und eben das Cosplay, das Outfit. Aber wer liest denn eigentlich gerade vor? Ich glaube, es war Amy. Das ich? Ja, es war Amy. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, weil ich bin jetzt nicht ganz up-to-date gewesen. It was hard for me to be up front with him. So I attempted to look stoic as best as I could. Warte. Don't force yourself to smile for me. You don't have to act so tough. Es geht, glaube ich, in die Richtung, dass sie halt ihre wahren Gefühle versteckt. Jetzt hat sie doppelt und dreifach versteckt. Huch. Hi. His peace. Harada lightly patted my head. Oh, pat pat. Pat pat. Werden wir aufgenommen überhaupt? Ja, hast werden wir. Put put gesagt, Liara. Ich hab pat pat gesagt. Put 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 put, kleines Hühnchen. So, jetzt sind wir ein Huhn. Harder. Komm, das hättest du borken müssen, also wirklich. Nein. Was? Nicht barken. Ach, egal. Ich weiß, ich kann romantische Szenen zerstören, hat man gestern bei Tennis ist ganz gut gesehen, aber nein. Wie war das noch mit Bethan? Du, ja, Liara, ich hab Liara gesagt, sie so, hey, ich hab 10, 15 Liter von Bethan auf meinem Handy. Wait. Aber zum Thema romantische Szenen, ja, so, oh, sein Feuerwerk. Ich hoffe einfach so, Baby, you're fire. Ich hoffe nur so, Link, nicht jetzt. Davor hast du aber angefangen, damit es zu zerstören. Ehrlich, wer von euch war das, der meine verdammte Liebeserklärung da mit Kelly kaputt gemacht hat? Das war auch einer von euch gestern. Ich glaube, das war ich aus Versehen, aber Liara hat es kaputt gemacht, indem sie auf einmal angefangen hat, als sie irgendwas mit Shine gesagt hat, hat sie gesagt, Shine bright like a diamond. Ah, also warst du es doch, Liara. Und davor kam, glaube ich, doch irgendwas mit You're Welcome. Oh Gott, ja. Das war so von wegen so, ich glaube, June hat zu ihr gesagt von wegen so, irgendwie er findet sie hübsch und dann sie so, you're welcome. Ja, yeah, what should I say? I say, you're welcome. Aber jetzt mal ehrlich, stell dir vor, du hast den Mut, jemandem zu sagen, wie du empfindest, dann so, you're welcome. Nee, das war irgendwie irgendwas anderes. Ja, dann habe ich ihm gemeint, das erinnert mich an dieses Meme von wegen so, wenn dir jemand sagt, I love you, dann so, who doesn't? Stimmt, ey, oh Gott. If only there was someone who loves you back. Oh, das ist immer so hart. Das ist echt. Aber auch, echt was auch hart war, war wirklich, I'm sorry. Hm.
It may have been a small gesture, but I couldn't deny it brightened my mood a little. Despite the circumstances, I appreciated Harada's treating me as if everything was going to be okay. Ich muss sagen, ich habe den Typ am Anfang falsch eingeschätzt. Ich finde, der ist trotzdem ein cooler Typ, auch wenn er irgendwie sich manchmal komplett unpassend verhält. Aber hey, das tut Shinpachi auch. What's going to be happen to Sanam? どうだろうな。かなり追い詰められてたからな、あの人。I know. I had nothing for you to chime in with, so I nodded. I wasn't sure how much my opinion would matter, considering I was an outsider to them. あの人には江戸にいた頃から世話になってるし、できれば生き残ってほしいもんだな。死ぬのなんていつでもできるんだからな。Ich denke vor allem von allen Charakteren hier weiß am ehesten, wie es ist, wenn man an der Schwelle des Todes steht. Nach seinem eigenen Selbstmordversuch, oder? Das war... Emmy? Ja? Scharfes Bild. Stimmt, ich vergesse... Ihr habt am Anfang scharfes Bild. Jetzt beschwert euch ja, nicht. Ja, die Pixelparty kommt noch. Die Pixelparty kommt mit der deutschen Band, die kommt noch, weil er hat Verspätung. Oh Gott, oder Okitas von wegen, schau mir in die Augen und sag mir, was du siehst. Wo das gesamte Gesicht schön verpixelt war. He sighed deeply and looked up at the sky. だが、目を覚ました時、三男さんが元のままのあの人でいてくれるかは、わからね。Ach, Sanan ist hier. Ich dachte, Sanan wäre weiß Gott wohin abgehauen. Nö, der ist immer noch in Kyoto. Ja, aber er schläft halt irgendwie im Koma, kann es sein? Ja, er hat halt dieses Zeug zu sich genommen. Ja, er... Wissen wir jetzt genau, wo er ist oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich kann sagen, er ist im Gebäude bloß in einem anderen Abschnitt. Ach so, ja gut. I watched his expression and thought to myself. What does Harada think of the serum? Das ist eine gute Frage. Was accepted with the necessity for the risks? But, nochmal von necessary vorne. Risk. Nein! Ich bin jetzt komplett raus, Entschuldigung. Has he accepted a necessary risk for the Shinsengumi? Does he tell himself that it's for the good of his men and it can't be helped? Harada? I'd be lying if I said I didn't want to know what he was thinking. But I shut my mouth. Das sind immer die Besten, so, du und du, ja, ach, egal. genau sowas, genau, das, ich genau höre, dieser Satz. Ich höre hier jemanden, der aus Erfahrung spricht. Nothing, never mind. Ich lese diesen Satz sehr oft. Es ist entweder so eine fast Liebeserklärung, wo man sich so denkt, egal, doch nicht. Entweder das oder es ist etwas, was man nicht sagen will, beziehungsweise verschweigt. Und ich hasse sowas. Aha. Es wird sehr oft verwendet. Und jedes Mal weiß man, dass da doch etwas los ist, weshalb es eigentlich keinen Sinn macht, zu sagen, ach, kümmere dich nicht drum. Mhm. Das ist wie wenn du jemand sagst, ach, mach dir keine Sorgen. Dann macht er sich erst recht Sorgen. Ja. No, don't worry about it. Ich sag's auch noch! It's really nothing. So, ka? Nara, inda. Sanan-san, hayaku me o samashite kureru to ii na. Dekireba, moto no ano hito no mama de. Koryas sugita nozomi tte mon ka. Vielleicht geschieht hier ein Wunder und Glas ist Kun, wozu not Glas ist Kun. Oh. Ich habe gerade nicht gesehen, dass wir eine Antwortmöglichkeit haben. And I hope he's the son we all know. I guess that could be asking for too much. We all wish for the same thing. Guess it might be asking for too much. Uff. Was willst du nehmen?
ich würde sagen, wir wünschen alle dasselbe, weil ich will das Ganze nicht negativ angehen. Ich möchte das Ganze eher positiv angehen. Genau. Ich meine, gerade in Zeiten, in denen es hoffnungslos ist, ist Hoffnung wirklich das Einzige, was einen hochhalten kann. Ich hätte den Satz anders formulieren sollen. In Situationen, in denen es aussichtslos scheint, weil hoffnungslose Hoffnung ist irgendwie ein Widerspruch in sich selbst. Richtig, aber aussichtslose Hoffnung ist etwas, was man aufrechterhalten kann. Ja. Wir wünschen doch alle für dasselbe. I think they shook my head. I don't think that's asking for too much. We all wish for the same thing. It was something I truly meant. Ich glaube, das mochte er nicht. Watching the leaves dance around us and turn to me. Oh, oder er mochte es doch. Er soll entscheiden, mochte ich das, mochte ich das nicht? Was sagt sein Baum? Was sagt sein Baum? Hey, er ist budding. Hey, das ist dann Soma momentan. Soma ist wahrscheinlich immer noch bei den 30%, oder? Natürlich. A conversation met a halt. The thought of my father conducting experiments with that medicine and knowing that, with it, he was performing cruel acts on men. And women. Mit man ist halt mankind gemeint und damit ist dann die Menschheit gemeint. Also am Menschen. Ich weiß, aber ich finde die englische Bezeichnung für mankind, also für Menschheit, immer noch komisch. Naja, laut der Bibel ist die Frau ja auch nur dafür da, um ihren Mann zu dienen, also... Ja. Es ist einfach nur eine seltsame Bezeichnung, finde ich. Ich meine, im Deutschen klingt es neutral, während es halt gerade im Englischen sehr sexistisch klingt. Mankind? Mhm. Es klingt irgendwie sexistisch. Ich weiß, dass es gar nicht so gemeint ist, aber es klingt irgendwie so her. Beziehungsweise der Ursprung ist es ja sogar. Ist nun mal so, man muss sich damit anfreunden. Ja, ich weiß. Die Welt wird zwar freundlicher, was sowas angeht, aber das ist hier immer noch nicht weg aus der Welt. Hey, wenigstens benutzen keine Leute das als Begründung von wegen so, hey, es heißt Mankind, deswegen werden nur Männer davon betroffen sein. Gott. Ich hab das Gefühl, es gibt solche Idioten, aber die sind zum Glück selten. Es gibt jetzt zum einen den Ausdruck Mankind, als auch Humanity. Ich mag deswegen. Humanity irgendwie mehr. Ich glaube, das Ding ist, mit Humanity ist es als größere Gruppe gemeint, während du mit Mankind eine kleinere Gruppe ansprichst. Weil Humanity ist ja das große Ganze oder auch der menschliche Zustand. Mhm. Ich habe einen Knoten. Beziehungsweise die Menschlichkeit an sich, glaube ich. Ich glaube, Mankind an sich ist. Nicht Mankind. Humanity an sich ist auch die Menschlichkeit. Mhm, genau. Entschuldigung, ich glaube, wir werden wieder zu. Ja. Wir weichen mal wieder wie immer vom Thema ab. Genau wie du letztes Mal beim Finale. Ach ja, und zudem noch, während wir gerade über Sanans Selbstmordversuch reden. Entschuldigung. Beim Finale? Beim Finale des letzten Streams. Ach so. Entschuldigung. Ja gut, da war ja was. It gave me so many things to worry about. But right now, all I could wish was for Sanan to pull through. And then an unexpected visitor arrived. Soma. Wer ist Soma? Nein, die Diva. Hallo, Diva. Ich werde mir deinen Namen wahrscheinlich nie merken können, weil du für mich jetzt immer die Diva bleibst. Take Diva. Oh Gott, der war so schlecht. Dass er wieder gut war. Der habe ich letztes Mal auch schon gebracht, aber okay. Hast du? Ja. Okay. Jetzt muss ich wieder an die ganzen tollen Paar-Titel denken. Allein schon heute war wieder, willst du auf meinem Schoß schlafen? Hallo Klinge, ich komme rein. Hallo Klinge. Ja, Klinge, hi. Schön, dass Klinge du ist ein Snickers. Wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Kannst du nicht sagen, was ist, wenn sie allergisch gegen Nüsse ist? Ist ein nussfreies Snickers. Gibt es nussfreies Snickers? Und am besten auch glutenfrei und ohne Milch. Link! Endlich das Traurige ist ja mein...
ein Cousin von mir ist gegen Schokolade allergisch. Klingelbart, das ist traurig. Kappa. Ja, ja, Klingel. Was genau ist denn eigentlich mit der Curfee gemeint? Ich meine, ich weiß ja, dass er nicht so oft hier ist, also die Diva. Aber heißt es, er muss irgendwo zu einer bestimmten Uhrzeit sein? Bin mir auch nicht ganz sicher, was sie damit meinen, deswegen. Weil ich dachte, er würde halt auch hier zum Shinsengumi gehören. Und wenn er die Curfee überziehen würde, also die Schlafensgehenszeit, kann man es im Prinzip übersetzen. Das ist eine Ausgangssperre. Genau. Deswegen, wenn es erst beziehen würde, müsste es eigentlich Harada und uns genauso beziehen, oder nicht? Kann es sein, dass er das Gelände verlassen will? Oder vielleicht kam er gerade von draußen, oder? Entweder kam er von draußen oder von innen in Richtung nach draußen. Okay, was? Das heißt, er kam von draußen. Hm. Okay, wo ist der Mibu-Tempel? Mibu, Settlement west of Kyoto. It was comprised of homes, farmhouses and a single temple. Warum trainierst du nachts? Hau einfach ab. Ja gut, wenn er nicht da war, dann weiß er natürlich nicht, was passiert ist. Was? Tschüss, Diva. Tschüss. Bye, mein Liebe. Takeda darted an icy gaze towards Harada. And he circled beyond the gates. Sorry? Hoppla. Was what you said to Kate to say? Es ist auch so, das was what you said okay to say. What, what? War das, was du gesagt hast, in Ordnung auszusprechen? Hm? Ich gehe in den Wald. Irgendwie so? Dafür, dass es... Achso, ich wollte gerade sagen, dafür, dass es Nacht ist, ist es hier ganz schön hell drinnen. And so the long night broke. The captains of the Shinsengumi gathered in the common room. Link, eigentlich wollte ich es dir erst später sagen, aber ich habe gedacht, ich schlag dich einfach mal im Stream. Du erschlägst mich im Stream, was tust du, Klinge? Was hast du vor, Klinge? Hast du wieder einen Beziehungsweise, was hast du getan, Klinge? Das ist aber die Frage, warum will sie dich schlagen? Ja, er schlagen. Das ist ja doch besser. Genau wie du neulich, wo du zu mir im Chat meintest, von wegen, nachdem ich was Gutes gezogen habe, von wegen, muss ich dich dafür schlagen? Das war so, hä? Hallo Mirai! Hey. Hallo Mirai! Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dieser ganzen Markierung. Emmy habe ich noch gar nicht gefragt, das muss ich nachher noch machen. Markierung? Ich habe vorhin eine Nachricht in Discord-Server geschickt, von wegen so, wer möchte eigentlich markiert werden, beziehungsweise angetaggt werden, wenn ich live gehe. Okay, dann musst du nachher nochmal durch die Server-Nachrichten gehen. Wie gesagt, ich war heute auf zwei Schulungen bei uns intern und dann noch das ganze normale Zeug und das war ein langer Tag. Also ja, kein Problem. Also, dass du heute im Stream bist, ist oder so eigentlich must have, sonst hätte es den Stream nicht gegeben, wenn einer von euch beiden gefehlt hätte. Wie gesagt, in schlimmsten Fällen, die auch ohne mich mal anfangen, werden später erst dazukommen. Das würde mir nichts ausmachen. Hat er jetzt so gepasst? Bei mir ist es, ich kriege nicht jede Woche tatsächlich einen Tag frei unter der Woche. Also, wo ich dann abends sagen kann, von wegen, ja, jetzt habe ich gar nichts mehr, jetzt kann ich. Ja, das Problem ist bloß, ich bin dieses Wochenende nicht da. Ach, stimmt. Du warst ja für zwei Wochen das letzte Mal weg, deswegen stimmt. Mhm. Deswegen wird es dieses Wochenende auch keine Streams geben. Deswegen wäre auch morgen der letzte Stream-Termin gewesen, der möglich wäre. Und morgen bin ich natürlich wieder bis um 8 außer Haus. Richtig, deswegen wollte ich auch, dass wir es heute noch machen.
Droom collectively breathed a sigh of relief. De, Donada, Sanansa, Yosu. Ima, Mother Nettel. She's Kanamoda. Ima, Mother no Taish Tachi, Mide, Nachamaturnova. Sordomo. And I simply shook his head. Tashikana Kotoa. Meo Samasama de Wakara. Wie soll er bitte schon in seinem Schlaf verrückt werden? Klinge, ach nix, ich hab mal gerade Zelda Link's Awakening Limited Edition Pokémon Schwert, ein unbekanntes Game und das Spiel Unrival 2 für ein super Schnäppchen gekauft und hab entschieden, dir Unrival 2 zu schenken. Klinge, was? Ist das gerade dein Ernst? Das Spiel ist so toll. Das Spiel ist wirklich toll. Warte mal, hab ich dir nicht damals von dem Spiel erzählt, Klinge? Mirai Ryuji, Stanley, dann, das Tor slid open. Oh Gott, Fuchsgesicht direkt. Hallo Fuchs. Ich will ihn nicht Fuchs nennen, er hat einfach bloß ein Fuchsgesicht. Ich weiß nicht mal, warum ich Fuchsgesicht nenne. Oh shit. Wenn das die erste Reaktion ist, die kommt, wenn du einen Raum betrittst, ich glaube, ich würde rückwärts wieder rausgehen. Ich glaube, ich würde den Tränen ausbrechen und einfach rausrennen, von wegen so, dann halt nicht. Ich glaube, ich würde ein paar Schritte zurück machen, Tür wieder zurück machen, weggehen und dann Tränen ausbrechen. Ist ja gestern auch schon passiert. Ich bin auf Konfrontation gesessen, weil das mit dicker Fuß gegangen ist. Shinpachi, das kann man auch netter ausdrücken, aber eigentlich hat er recht. Klinge, ich weiß, dass es dir gefällt. Was meinst du, warum ich dir vorhin gefragt habe? Ich hab's nur auf Pokémon und Zelda abgesehen. Ma, Nagakura-kun tara, Jodan ga ojozu desu. Nein, nicht Darling. Du machst solche Witze, Shinpachi. Oh Gott, dieser Gesichtsausdruck. Ich denke nach. Ito dismissed Nagakura's snide remark. And he turned his face. And turned to face the standing warrior. 皆さんの顔色がよろしくないのは、もしかして 昨晩の騒ぎと関わりがあるのかしら。 Ja. Und Link ist es für Switch. Werde dich dann zum Nervertag damit erschlagen. Klinge. Manu, danke schön. Ja. Desperately, Condor eyes flew around the room, as if looking for someone to offer an excuse. Yoshi. Komakase-sama. Denk dir irgendwas aus, damit er geht. Du war. Weißt du, gestern, ich hab eine neue Freundin. Oder so. Weißt du, ich hab mich an der Tasse im Schrank. Ja, Klinge, das wissen wir. Ich wollte gerade sagen, wenn wir einen Schauspieler brauchen, warum fragen wir nicht Okita? Okita ist literally schon da, also. Okita, gib dein Bestes. Okita turned to Saito expectantly. And the latter spoke up at once. Itou Sanbou ga o sashi no tori. Sakuban tonsho nai de jiken ga hassei shimashita. Warum soll Saito jetzt reden? Da weil Saito seine Worte smart zusammenfasst und dann kommt so jemand wie Yara da so von wegen, ja, weißt du, und Saito bringt es halt präzise auf den Punkt. Ja gut, das stimmt. Saito ist der, er sagt nicht zu viel. Mhm. Es ist ein Vorfall passiert. Was für ein Vorfall. Ein Zugvorfall. Jetzt,
ですので今夜にでも場を設け、詳しくお伝えさせていただきたく存じます。そういうことですの。今夜のお呼ばれ、心待ちにしていますわ。では、ごめん遊ばせ。Warte, haut er jetzt einfach ab? Okay. Warte, mal, warum warst du denn eigentlich dann gerade hier? Ito brandished another strange smile, stood, nodded and left the room. Promptly. Warum warst du dann hier, wenn du eigentlich nur gegangen... Egal. Ich wollte mal gucken, was hier gerade losgeht, weil hier halt die ganzen coolen Kids rumhängen. What do you mean? 伊藤さんはなんだかんだで頭が回る人だから。幹部が勢ぞろいしてる場に三男さんだけいねえんだ。あの人絡みで何かあったってことぐらいすぐ感づくだろう。Der einzige, der fehlt, ist Sanan. Ich habe aber auch noch nicht Todo hier gesehen, also. Der ist doch noch in Edo, oder? Ist er nicht schon wieder da? Wurde er nicht auf eine Mission nach Edo geschickt? Also ich weiß, dass er nach Edo geschickt wurde, aber ich dachte, er wäre wieder da gewesen. War er gestern Abend da? Nein. Todo. Todo. Klinge, zocke mal nebenbei Dragon Age. Vielleicht bekomme ich heute die Schurken ins Bett. Und ja, ich zocke einen weiblichen Charakter. Mira, ich bin am überlegen, ob ich auf die Phantom Thieves Edition warten soll oder die Launch Edition vorbestellen soll. Ach, du auch, Mira? Die Maske würde halt irgendwie zum Cosplay passen. Mann. Ach, man kann schon vorbestellen. Ja, kann man. Leute, seit gestern kann man auf Amazon, es tut mir leid. Seit gestern kann man halt die normale Edition vorbestellen, also die Lounge Edition, aber es gibt halt auch eine extra Edition mit Musik-CD, Art-Album, Maske, Hardcover. Habe ich was vergessen? Oh. Meinst du die Collectors Take Your Heart Edition? Nein, das ist die vom letzten. Halt, jetzt bin ich verwirrt. Sekunde. Das ist eine neue Collectors Edition. Royal Launch Edition? Die habt ihr schon mal gefunden? Ist das ein richtig, Steelbook? Ja, das ist ein Steelbook. Oh, das wäre auch cool. Aber wie schon gesagt, beim anderen ist halt Steelbook, Soundtrack-CD, Artbook, Maske. Aber dementsprechend wird die wahrscheinlich auch kosten, wenn wir sie überhaupt hierher bekommen. Sekunde, ist ja nur Launch Edition und nur PS4 im Hintergrund. Wie heißt die? Ja, die gibt's ja noch nicht, das ist es ja. Sie ist noch nicht vorbestellbar auf Amazon. Achso, also man weiß bloß, dass es die geben wird. Ja, weil halt gestern die Ankündigung von Atlas kam. Okay, ich folge Atlas nirgendwo, deswegen ich hatte keine Ahnung. Oh. Deswegen kann ich dich um eine Sache bitten, Link. Bitte ja? Halt mich da geupdatet. Ich habe echt keinen Plan von gar nichts. Kann ich machen. Dankeschön. Warum habe ich das Gefühl, ich habe gerade einen Postservice abonniert? Du hast gerade was getan? Dann kennst du das, wenn du ein Magazin abonnierst? Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, es tut mir leid. Manu, ich bin doch kein Magazin. Du bist besser als das, ich weiß. Entschuldige. Auch wenn ich manchmal wie ein Magazin wirke, wenn ich JoJo-Folgen reporte und alle zwei Minuten was schreibe, das ist darüber. Mach ruhig, ehrlich. Ich meine, warum, das hat mich echt glücklich gemacht. Ich komme mir so seltsam damit vor. Bester Einblick von wegen so, oh mein Gott, Gio, tut mir leid. Eine Minute später, vergiss, was ich gesagt habe. Vergiss, was ich gesagt habe, ich hasse ihn. Ich frage mich, warum. Ja, in der Launch Edition ist auch der Hintergrund und das Steelbook enthalten. Ja. Mann, jetzt bin ich Konflikt. Vor allem, ich brauche einen Preis, damit ich weiß, ob ich es vorbestelle. Weil ich spare ja eigentlich für nächstes Jahr Neapel, deswegen... Ja, da finde ich eigentlich Postkarten schicken. Apropos, du weißt doch gar nicht das Release-Datum in dem Fall, oder? Das ist der 31. März. März, okay. Klinge, also ich bin echt durch. Ich lese gerade Lauch Edition. Launch. Mira, ich glaube, die PT Edition wird so um 90 Euro, Launch Edition 60 Euro. 90 Euro geht aber noch, wenn man darüber nachdenkt, dass manche für 150 rauskommen. Ich habe die Dancing All Night Edition damals für 70 geholt. Was? Es gab die Edition, wo alle drei Persona Dancing Games dabei waren.
Wie viel hat die gekostet? 70. Ach so, 70. Ich hab grad verstanden. 500. Deswegen, das war so. 500? Also auch. Zum Glück habe ich meinen Urlaub vor dem Release beantragt, so können wir in Ruhe streamen. Jetzt gibt's die Edition für 60 bei GS. Okay. Ich muss gerade kurz überlegen. Habe ich zum 31. noch vorlesungsfreie Zeit oder nicht? Ich weiß auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob ich da noch vorlesungsfreie Zeit habe oder nicht. Oder ob ich da Praktikum habe oder sowas. Muss ich gucken. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich an dem Tag schon hier singen bin. Nächstes Jahr wird wieder mein Reisejahr. Deswegen. Aber trotzdem, darf ich euch Postkarten schicken? Ich bin extrem nervig. Ja, darfst du. Also, natürlich. Okay. Du musst aufpassen, an welche Adresse du das dann schickst. Ich hab nur deine Friedrichshafen-Adresse. Ich weiß, deswegen sage ich ja. Ich muss dir doch die andere dann geben in dem Fall. Mira darfst du auch gerne schreiben und Janik hast du, laut den Daten, die du Mira geschickt hast. Ah, okay, dann habe ich Vorlesungsfreizeit. Da müssen wir auch noch gucken, Mira, wann wir das am besten machen. Gut, dann... Okay. It had likely guessed what took place, but decided to not crash the crash. Crashes. Not crash the issue. Suddenly Sanan. Ich wollte sagen, hallo Sanan, du bist wach? Hallo Glaskun. He shuffled through the door. Ich kann das Wort shuffle und nicht ernst nehmen. Wenn ich Shuffle lese, dann muss ich immer an Kartenmischen denken. Zum einen das, aber was ich mir immer vorstelle, wenn man kleine Sidesteps nimmt, die Arme hoch und dann hat er so ein creepy so spezifisch und es tut mir leid, aber ehrlich, what Shuffle kommt. I looked up just in time to see Sanan shuffle through the door. Sanan! Sonna. Du bist kein Monster, aber warum hast du die Medizin genommen? Oder eher die Drogen? Hat er Proteine genommen? Ich würde gerne das Serum jetzt schon benennen. Aber ich würde eigentlich so ein großer Storypunkt. Ich hasse. Was? Das hört sich nach einem Vampir an. Er ist zu einem Fury geworden. Ja, ich weiß, aber es hört sich jetzt nach einem Vampir an, von wegen so, oh mein Gott, ich bin am Tag unglaublich müde. Es macht Sinn, wenn du das Fury-Ding in Aktion siehst. Ich muss so aufpassen, was ich sage, sonst sage ich die falsche Version davon. Sam looked a little pale, but it didn't look too difficult for him to stand and speak. But it's hard for him to move during the day. Warum hast du das Zeug dann genommen? Weil er gehofft hat, dass es seinen scheiß Arm heilt. Entschuldigung. Aber jetzt bist du kein Mensch mehr. Egal. Mirai, ich hätte so vom 9.3. bis zum 15.3. angepeilt. Müssen wir gucken. Muss ich gucken. Those words sank our hearts heavily. Even the captains felt silent for so damn admission. Ja, Sanak. Kimi ga ikite ite kurete yokatta. Okay, ja gut, er hat recht. Warum muss ich es ist egal. Es ist egal, was du bist, aber du Hauptsache du bist am Leben. Das Einzige, woran ich gerade denken muss, ist diesen Song I'm only human after all. Cause I'm only human and I bleed when I fall down. Mirai, Titel, Protein, human. Die neue Droge. Ah das ja, wäre eine Fortsetzung des letzten. Mit Steroin und Protein, das ist doch dasselbe, nicht wahr, Liara? Titel, Glaskun ist wach. Gut, das würde ein bisschen zu viel spoilern, wenn ich das wirklich schreiben würde. Ja. Die erwachte Brille vom Schönheitsschlaf.
Das ist auch ein bisschen zu viel, weil es nimmt ja vorweg, dass er wirklich noch wach ist. Brille vom Reiniger zurück. Wow. Muss ich die Brille zum Reiniger bringen? Brille wurde beim Optiker ab. Brille Viermann. Werbung. Nein. Brille Glaseskuhn. Connor stood and grabbed Sanna's shoulder tightly. His expression is bright and endearing. Soll ich was sagen? Dieses Lächeln ist wunderschön. Das fühlt sich an wie so ein Happy Lächeln. Und Sanan ist... Sanan. Er gibt sein Bestes, um zu lächeln. Der das typ ist sein Happy Gesicht. Lächeln. Tears nearly welled in his beaming eyes. Hoppla. Ich habe gerade Stille gelesen, es tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, Stille, hä? Na, alles gut, ich bin noch da, bis manchmal, jetzt wo ich auch wieder privat Paula Marles spiele, lese ich halt das alles still vor. Und du meinst so wie Liara laut vorliest den Chat, während sie im Chat ist? Ah ja, stimmt. Er war stets bemüht. He lifted his left arm. The arm before... had hung limp at his side and flexed his hand. It didn't look any different than before, his injury. Es sieht zwar schrecklich aus, aber es kann wenigstens genutzt werden. Thanks goodness. In spite of the chaos from last night, his wish to use his arm once more came true. However, あの薬を飲んだってことは昼間動けねえようになっちまったんだろう。それなのにタイムに参加なんてできるのか。His voice. His voice was almost, almost careless. His oi. Oi. 解決策はあります。私が死んだことにすればいい。What? Sag einfach ein, ich bin tot. Ich hab einen Plan. Sag ein, ich bin gestorben. Ich hab eine Idee. Plan. Left the chat. Ich hab eine Idee. I left the chat. Ach Gott, ja, stimmt. Links deine Idee noch einmal. Tschüss. これから私は薬の成功例として羅刹を束ねていこうと思っています。Sanna-sama, それ本気で言ってるのか? Hab ich schon mal gesagt, dass Shinpachi eine schöne Augenfarbe hat? Ja, hast du und du hast immer noch recht. Anta, 自分が何を言ってるのか、分かってるのかよ? 分かっていますか? Ich weiß, was ich sage. Weißt du, was ich gerade sage, Nagakura? Oh Gott. Er ist... Hey, er ist kein Dummkopf. Er ist kein Dummkopf. What the, was ist mit Shinpachis Augen passiert? Exakt, das war gerade so ein bisschen... Er hat so schöne Augen, das ist das Einzige, was ich sehe. Und ich denke mir so... Yeah. Was für einen Grund haben wir, es nicht zu nutzen? Sanan, hast du mal Furies in Aktion erlebt? Wir haben es, glaube ich. So halb. Haben wir? Ja, diese Viecher in der einen Nacht. In der ersten. Ach, die Viecher. Though
no one said anything. Who would want to consider a friend to a life of secrecy? Lived in the shadows? But... 薬の実験は... 幕府からのお達しでもあるし... Wie geht's denn Saran? Ach, dem geht's gut, der ist gestorben. Dem geht's besser, er ist tot. Oh Gott, die Brille in der Nacht. Ich bin die Brille, die durch die Nacht flattert. Brille Dark. 2-1 Risiko. Brille Dark. Oder eher Darkwing Glass, oder? Oh Gott, Darkwing Glass! Well. Das mich lieber später privat über Partitel reden. Ich habe das Gefühl, das machen wir mehr als wirklich das Spiel zu spielen. Ja, gut. Der Titel, wie geht's dir? Tot. Oh Gott. Momentaner Beziehungsstatus. Tot. Oh Gott, oder Helligkeitseinstellung Nightlife. Oder auch Baustrahler, sehr gern genutzt. Baustrahler? Naja, wenn ich die Helligkeit ganz hoch schraube, Baustrahler, vor allem morgens. Warum tust du sowas? Damit ich was sehe. Ah ja, du morgens was sehen um 11 Uhr. Wir spielen weiter, okay, sorry. Nee, ich rede immer zu viel. Ich habe gerade festgestellt, ja auch. Ja. You just cut a scoff at Sanan's dress. You just cut a scoff at Sanan's dress. In bitterness, drowned him. Tonsho iten no hanashi, jodan ja wa sumasare nakunatta. Sanan san no ito hana de kara kakusu no wa hiroi tonsho ga hitsuyou da. Koko ja sema sugiru. Ach, das sind sie ja mittlerweile gewöhnt, nicht zu schlafen. Schlaf, was? Du hast noch nie gehört, noch nie gesehen. Braucht man nicht. Kann man das essen? Warte. Diese Aussage von diese. Okay, auch wenn wir alle nicht genügend Schlaf gehabt haben, auf zur Arbeit. Yugimura, geschlafen. Geh zurück in dein Zimmer, ich möchte wissen. Okay, understood. Please excuse me. About everyone have to come. I'm happy that Sano was safe, but a whole flurry. New concerns arose. Learning of my father's horrible work. What will become of me? Will I be safe? Hey, geh schlafen! Morgan, the thought buzzed heavily in my head as I went back to my room. Ich wollte gerade sagen, Monatswechsel. Wir haben Juni, hallo. Es ist Sommer. Yay. Vielleicht ist es jetzt mal warm. Oder ist es zu warm? June 1865. Our emperor had passed and our year moved from the sect of Ganji to the first of Kao. It was 3 months since we'd moved the headquarters to Nishi Hongwanji. After leaving Mibu, the Shinsengumi relocated the headquarters to the Nishi Hongwanji Temple. Das stand gerade literally in diesem Satz drinnen. Dann hättest du später nochmal guckst, was mit den Headquarters passiert ist. Ich hab keine Ahnung. There's not more room, but... More room meant, well, forward walk. Und du musst mehr putzen. Yay. Aber du darfst jetzt auch alleine putzen. Oh mein Gott, du darfst alleine jetzt mehr putzen. Boah, so I'd walk through it almost every day for weeks, and I was finally beginning to learn my way around.
Wie, wo geht's noch mal da lang? Nein, hier war ich schon mal. Wo will ich noch mal lang? As I turned a corner near the back of the compound, I caught sight of someone sitting in the shadows. There you are, Sanon. Your foot's ready. Ah, Kimi deshita ka. Oh, hallo. Danke. Okay. The snow disappeared, the cherry blossoms bloomed and fled, and now the swallows and the heat came. Sanon and I exchanged a pair of smiles, and I held out my hands to let the breeze brush across them. It's really gotten warm lately. Eh. Ma, 今の私には風より日差しの強さの方が肝に障りますよね。Ich kann nicht anders, weil wenn ich dieses Lächeln sehe, denke ich an ein sadistisches Lächeln. Von wegen so, ich füge dir gleich Schmerzen hinzu und freue mich darüber. Dass er zu seinem Schwert hingreift, macht es nicht besser. Really? Guten Hunger. I didn't think the sun was particularly strong that day, but the Sanon, who hid in the shadows and out of sight during the day, it must have been unbearable. Warum versteckt er sich da nicht im Keller? Kellerkind! Thinking back to the night of the incident, I remember Sanon transformed into a being with white hair, eyes lusting for blood. Bitte, was hat Sanon getan? Hä? I remember Sanon transformed into a being with white hair, eyes lusting for blood. Daran erinnere ich mich aber nicht. Ich auch nicht. Wann? Wo? Wie? Warum? Hä? Das haben wir doch gar nicht gesehen. Nimm das jetzt vorweg, was passiert wäre, wenn wir ihm gefolgt wären. Wow. Ich muss hier hinwollen. Da schon. Kommt But mit. Looking at this piece, at his peaceful smile. Es sieht irgendwie nicht so fröhlich aus. Ich weiß nicht, ich kann nicht anders. Ich sehe dieses Gesicht nicht als fröhlich an. Mirai, er wird zum Ghoul. Shinjiro, shit. Ich wollte gerade sagen, weißes Haar und rote Augen klingen wie Ghoul. But looking at his peaceful smile now made it hard to imagine that the night was real. If someone told me it was all a bad dream, I would have believed it. Boah, Spiel! It wasn't a dream though, and now Sanon spends his days hiding from the sunlight and from others. I have definitely tapped into the Shinsengumi's secrets. For just a moment, the sun lit on Sanon's hair. Okay, das sieht irgendwo cool aus. Nein, ich hab Angst. Ich mag keine. Das erinnert mich gerade an dieses Upgrade und dann so, go back. I said go back. Ich mag halt so Charaktere mit weißen Haaren und roten Augen. Aber das davor sah schöner aus. Ich beschwere mich nie wieder über sein Gesicht, tut mir leid. Dankeschön. Ich beschwere mich nie wieder. Es ist doch so angenehmer. Titel, Ken Kaneki, ich meine Glaseskuchen. I don't know if it was the trick of the light or simply my mind being foolish, but in that moment his hair was a brilliant white. どうかしましたか? Nein, es ist alles in Ordnung. Was? 幽霊でも見るような目つきで人を見るのは良いことだと思いますね。 So ähnlich. Tut mir leid. Oh, no. Nothing at all. He looked perfectly normal now, of course. Surely, I thought, I must have simply imagined it. Sanon had become the same creature as the man I encountered on my first night in Kyoto. And here, right in front of me, he stood. The fear of the night cast a shadow over my heart. Flashback? No. It was unnerving. Nein, wir sind nur einfach nur in der Stadt. Okay. Haske and I made our way through this crowd. As usual, streets of Kyoto, at a brisk pace. Hallo, Heiske. You know, I have a Heiske. Du hast Weißhaar Sanon verpasst. You know, I haven't gone out on friendship with you in quite a while, Heiske. Und wir waren über einen Satz sehr irritiert. Wir waren irritiert über den Satz... Wo ist er denn? Thinking back to the night of the incident, I remember Sanon transformed into a being with white hair, eyes lusting for blood. Wann, wo und wie?
Es gibt tatsächlich ein Event, was du triggern kannst. Aber das Event ist nicht passiert! Woran erinnert sie sich bitte schön? I don't know, ehrlich. Mädel, mach mich nicht fertig. Also nicht du, sondern das ist die Protagonistin. Hi. Ah, so kann man da. Ore, nagai koto Edo ni itte ta shi. Ore no rusu chuu dou datta? Was ist so passiert, wenn du gegangen bist? Ja, Heisuke? Was? Sanon ist gestorben. Shinpatsan toka Sanon-san ni ijimerareta-ri shinakatta ka? Shinpachi hat... Wir haben Shinpachi doch nicht mal gesehen, als du weg warst. Dafür umso mehr Sarada. Du meinst Tarada? Stimmt. Tarada. Ich wollte gerade sagen, Uwe stimmt da nicht. Ich wollte so, was? Everything was fine. And they were kind to me. Soka. And Sanon is dead. Oyaji-san no yukue wa dou nan da? Tegakari toka mitsukatta ka? Gute Frage. Wir haben keine Updates zu unserem Vater. Das ist ja nett. The summoners of Heisuke's expression started to rub off on me. Now I was depressed. Oh, thank you for taking the time to look anyway. Heisuke stopped himself mid-sentence, which was jarring. Ever since he returned from Edo, he's looked glum. Hey, Heisuke? How about you? It's been a while since you were in Kyoto. Does it seem different from Edo? So da na. Kimochi mo, hito mo kekkou kawatta kiga suru. Huh? I wondered what was going through his head. Did something happen to him in Edo? His sudden change of character confused me. Heisuke's head jerked up slightly, and he looked across the street. He stood on his toes and waved. Oi! Soji! Sochi no yosa dou datta? Hallo Typ, ihr am anderen Ende der Straße, kannst du mich hören? Ich schreie halt noch lauter. Okita was out on patrol as well, although his route took him to a different part of the city. Hat er was? Ein change of part? Oh nein. Well, no. Aber das ist nicht mein Text, das ist Okitas Text. Aber sich bei mir beschweren, wenn ich versehentlich Hijikata mit vorlese. Ja gut. The Shogun's coming to visit Kyoto? So. Kondo-san ma harikitteru yo. Yeah, oh doch. Nun, ich hab auch eine ähnliche Augenfarbe wie Okita, also darf ich das vielleicht? Okay, ich hab eher eine Augenfarbe wie Heisuke als wie Okita, aber trotzdem. Ey, Heisuke, Keisuke, Sarada, Harada, du hast es heute nicht, oder? Das ist aber auch gemein, wenn man sowohl Heisuke als auch Keisuke kennt. Vor allem, es existieren hier sogar beide im selben Spiel. Schön, dass ich erstmal statt dem zweiten... Schön, dass Keisuke... Gerade ein zweites Keisuke... Heisuke und Keisuke. Kondo-san, Iemochiko no koto wo sugoku sonkeishiteru kara. Kakko-Kita Cosplay incoming. Was lese ich gerade? Kondo truly respects Shogun Lemon G. Jetzt hab ich Bock auf Lemon, ey. Jetzt hab ich Bock auf Kuchen. Link Okita Cosplayer incoming. Mit dieser Frisur? Oh Gott. I see. I hope it turns out well.
gesehen, musst du die Haare ja nur stecken, oder? Ich hab aber auch nicht wirklich den Körperbau für ihn. Machst du dir Sorgen um die Größe? Ich bin größer als er, aber darum ging es nicht. Es ging eher um darum, dass er leicht oberkörperfrei ist. White Haske? Hä? Okay, der zeigt ja, aber... Was ist los? Aber... Something had really gotten into him. I glanced at Okita to see if he noticed anything. Herr Mira, ich würde auch Shizuru machen. Oh Gott. Was ist passiert, Emmy, dass du sich verschluckst? Übrigens auch so. Okita? Are you alright? Okita? Hast du dich erkältet? Willst du uns irgendwas sagen? Willst du Medizin? Chotto, kaze o hiichatta mitai. Ernsthaft? Was? Okita zeigt seine Boobs. Was? Mein Dor ist so leicht oberkörperfrei. Danke. Es tut mir leid. Du musst jetzt an Jojo denken. Oh Gott. Komm, in Jojo laufen sie sogar mit Crap-Top rum. Ja gut. Ich mein, hast du Fugo gesehen? Hast du Fugo gesehen? Der arme Junge läuft literally wie ein Schweizer Käse rum. Herr Titel, okay, da brauchst du Hustensaft. Es ist Sommer! Bei Okita macht es... Ist es ja ernsthaft? Ah, I see. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Ah, I see. Well, please take care of yourself. I have medicine to treat cold, so I will give you some when you return. Also du hast noch nicht Fugo gesehen. Nein. What's the matter? Okitas eyes looked past me and suddenly something caught his attention off to the side. Na, schon wieder sowas. What? Hey, dich kennen wir doch aus dem Opening. Ah. Oh Gott, doch, die Kleidung kenne ich schon. Ich kenne den Typen zwar noch nicht, aber die Kleidung kenne ich. Er kommt erst in Part 2 vor, also du hast noch Zeit. Tamikusa no tame ni. Ja. Nein. Kronen 1, geh weg. Across the street, a clump of perhaps 3 or 4 men were harassing a young girl. Okita, Heisuke. わかってるって. Omae koko de matte ro. Nö. But it appeared that Okita got to them first. やれやれ。 上位って言葉も君たちに使われるんじゃかわいそうだよ。 The usual crowd shuffled away from Okita and the men as quickly as they could. No one wanted to be near the sight of unsheathed blades. The Ronin's eyes found Okita's jacket and the men stiffened. 新選組か? Du bist Wada. Der Nara, Hanashiga Hayaina. His lips curled into a predatory smile as his hand gripped his sword. There was no mirth in that rictus grin, and the Ronin's face grew much paler. Their moods were not totally deflated yet, as their ringleader made one more attempt. The sight of 2 Shinsengumi blue jackets standing shoulder to shoulder was enough to deter the man. The last of the color drained from their faces, and they turned tail and ran. Orettachio mite tototo nigedasu grai nara, saisho kara anna mane suru natte na.
You aren't going to go after them? Arrest them? どんな罪で?君って意外と過激だな。Wollen Sie dich festnehmen? Sie haben noch nichts getan. So gesehen? I didn't really mean it like that. Aber gern geschehen, Frau im Sakura-Kimono. Kaoru Nagumo, okay. I watched as a girl gave Okita a quick bow. She was so refined, so ladylike. Und sie trägt sogar einen Sakura-Kimono. Even dressed like a girl. I doubt I could ever be as elegant as her. I'd only just begun to feel sorry for myself when suddenly I felt a hand on my arm. Wow, Okita? いいから、この子の横に立って。Was? Steh nicht mal neben sie. Oh. Guck mal, wir sehen mal unseren eigenen Charakter. Ich frag mich immer noch, ob die anderen denken können, dass wir ein Kerl sind. Aber okay. Als. Ja, aber Heisuke hat auch so eine Frisur. Er hat sogar einen längeren Pferdezopf als wir. Pferdezopf? Ja. Was? Aber. Gesicht her und. Sag ihm, wer Zopf oder Pferdeschwanz, sagen nicht beides, bitte. Das warum kein Pferdezopf? Ein Pferdezopf. Junge, ich und ein Pony. Das war's. Er hat einen Pferdezopf und ein Pony. Du bist widerlich. Vom Gesicht her würde ich allein schon sagen, dass es ein Mädel ist. He shoved me next to the girl we just rescued, then stepped back to stroke his chin thoughtfully. Okita? I glanced nervously toward the girl and attempted to smile kindly, under the circumstances. The smile she gave me in return was beautiful, but there was something about it that seemed odd. Und warum sieht sie aus, als wäre sie die Mutter von ihr? She seems familiar. Jetzt wäre ich, die haben dieselbe Augenfarbe, die haben dieselbe Haarfarbe, die haben fast dieselbe Frisur. Oh Gott, rat mal, warum Okita sie neben sie gestellt hat. Das klingt so falsch, Krax. Joku nieder, ne? Was? Weiß nicht, muss mir das dran. Mich, das sehen sich genau gleich aus. Aber das habe ich mir eigentlich auch schon gedacht. Ja, und halt so fast die gleiche Körpergröße. We look like. That's when I finally realized. She was identical to whom I saw in the mirror. Erst dann habe ich es realisiert. Warte mal, sie sieht aus wie ich. Ja, noch mehr in der verpixelten Version. Sie sieht genauso aus, wie ich dachte. Achso, Pferdezopf klingt falsch, Kirk. Sie sieht wirklich nicht gleich aus. Ja, Heisuke sicherlich. Ja, niederio. Kitto kono ko ga josou shitara, sokkuri ni naru to omou na. Okita-san, kono kata... Missverständnis, Lady. Wir sind ein He. I had to say something, but what? Perhaps she saw through my confusion, or perhaps it was something else. Tschüss! With that, the girl who called herself Kaoru disappeared to the crowds of Kyoto, although the uneasiness created by her presence remained. Dieser Blick! Was? hast einen neuen Schwarm? Uff. Was soll das heißen?
The back and forth continued, but my mind was elsewhere. Last night's rain left a number of puddles on the road, and when I looked into them, I saw a strange girl who looked just like me. Ich schaue in die Pfütze und ich sehe ein Mädchen, das aussieht wie ich. Ist das gerade dein Ernst? Wind caught the surface of the puddle, sending a flurry of ripples across it. Heisuke ruft durchs Radio an. Alright, I'm coming. I turned and ran toward Heisuke and Okita, already on their way back to headquarters. Herr Boshizuru! Also ich sehe nie mich, wenn ich eine Pfütze schaue. Ja, klingelt. Du bist auch ein Vampir. The temple was much larger than the compound in Mibu, as advertised. The whole Shinsegumi could gather in the common room with space to spare. Oh mein Gott, sie können mal endlich da drin stehen, ohne Seite an Seite zu rammen. As Kondo spoke, his voice echoed greatly throughout the hall. Standing before Kondo were the many proud men under his leadership, with glowing expressions. Minamo, Tokugawa 第14代将軍、Tokugawa Iemochi公が上洛されるという話は聞き及んでいると。Yay, wir werden besucht von jemandem. Kōが二条城に入られるまで新選組総力をもって警護の任に当たるべしとの将軍校の警護を新選組がこりゃとんでもねえ大出世だな。いけだやや金門の変の活躍で俺ら様方も俺たちの働きを認めざるを得なかった。 Sorry. Hoppla. 警護中は文字通り、僕らの刀に国の行く末がかかってるってことですか。そういうことだ。てめえら、気合い入れていけよ。将軍校の警護。Oh nein. Hallo, Diva. 大役ですな。Hallo, Takida. 本当に。三男さんが生きていれば。Wenn du Sanan am Leben wärst, Sanan da draußen im Schatten. Hallo! Ich bin so tot! Genießt, ich glaube, es redet jemand von mir. Ja! Ito whipped crocodile tears away from his eyes with a silk handkerchief. Oh mein Gott, es ist aus Seide! Ito and his followers were told Sanan died. In fact, the entire incident surrounding his transformation had been covered up. Only a few of the men of the Shinsegumi and I knew the truth. Ito-san, kotabi no bakumei o rippa ni nashitogeru koto koso, nakunatta Sanan-kun ga shin ni nozonde iru koto da to omoimasu. Ihr könntet ja fragen. Geht zu seinem Grab und fragt. Ja, vielleicht bekommst du eine göttliche Eingebung. Oh Gott, da kommt er so, Sanans Geist hat mit mir gesprochen und Sanan so aus der hinterletzten Ecke. Sanans Geist hat mit mir gesprochen! Und dann hat sich Sanan eigentlich nur einen Streich erlaubt. Aber doch nicht im Hellen. Er steht ja im Schatten, wo ihn niemand sehen kann. Und flüstert halt nur zu. Ey, was für ein Anime-Klischee ist das? Ja, oder er taucht auf und trollt sie. Tomare, kore kara isomashiku narimasu na. Mazu wa Tai no hensei o kangae neba. Toriaizu ore to Toshi, sore kara Soji. Matte kure, Kondo-san. Soji wa konkai hazushite yatte kure nei ka? Naze? Nan demo, kaze ga naoranei toka de na. Wann hat er sich jetzt ein bisschen erkältet? Okita oder wer? Ja, Okita. Soji ist Okita. Dieses Sprichwort habe ich auch noch nicht gehört. The demons just being a mother hen. Nani itte yagarun da? Sakki mo seki shite tadaro ga. Du hast gehustet, weil du wahrscheinlich irgendwas sagen wolltest.
それ、薬を売りつけるための工場ですか？何を言われても石田三役は買いませんよ。そんなんじゃねえよ。いいから、言う通りにしろ。I gave Okita some pretty strong medicine not too long ago. I wonder if that didn't work. Or maybe he doesn't have a cold, but rather he's inhaling dust from the lack of cleaning here. Dann putz doch mal! Then suddenly someone raised his hand. Heisuke, どうしたんだね？何か気になることでもあるのか？あのさ、近藤さん。実は俺もちょっと調子が。Was? Die ist alle krank oder was? Super! Heisuke, mach dich auf! Es ist ein schönes Heisuke. Ich wollte alle zusammen in die Heimat kommen. Entschuldigung. Ah, ja. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Können wir Kondo nominieren zu Best Chef? Best Boss? Du magst ihn wirklich, wa? Er ist ein cooler Typ, nicht wahr? Ich finde ihn auch toll. いずれまた機会もあるであろうし、二人にはその時存分に働いてもらいたい。Kondo and Hijikata continued to discuss their formation, but suddenly Hijikata turned to me. そういや、Yukimura、お前はどうするの？Was möchtest du tun? Herr Klinge, habe ich euch schon mal gesagt, dass mir eure Frisur gefällt? Ich glaube, da flirtet mich die Schurken an. what? ボケてるんじゃねえよ。お前は警護に参加するのかって聞いてんだ。I can go too? もろん構わんとも。君も今や新選組の一員と言っても過言ではない。Also, ich würde gerne mitgehen. Ja. Could I? Could I really go? No, verarscht. I hesitated for a moment, confused, and Okita laughed. What should I do? I'm just a little concerned about a person, like me, who's not a warrior coming along, but I was feeling emotionally strained with no leads of my father turning up on rounds. I'll go. Yoshi, wakatta. Omae ni wa denrei yara tsukai pashiri o tanomu koto ni naru to omou na. Yay, visit should be the messenger. Tsukatte yaru kara, kakumo shitoke. Hat er gerade geredet, ohne seinen Mund zu bewegen? Kannst du das etwa nicht? Ja, hat er. Ich hab's gerade im Stream nachgeguckt. In the early days of the Tokugawa Shogunate, Nijo Castle was a place for the Shogun to stay on his way to the capital. It's been a while since the Shogun actually stayed in it, though. We'd met the Shogun on the road and begun our escort about 30 minutes earlier. And arrived at the castle relatively recently. By now, I imagined Kondo, Nagakura, Inoue, and the men were greeting the officials and other important people in the Shogun's retinue. Hallo Pika! Welcher Pika? Hello. Emblem! Pika! Baum! Also Baum, genau. Well, I've got the job to do too. It was my job to tell soldiers when to change shifts and to carry messages back and forth. A glorified errand girl, in other words. I don't see myself as being useless, though. I think. Hey, sowas ist wichtig! Yeah. I've come with a message. Hallo, Biki. Oh, Pika, was, ich bin total... Was? Mirai, kill this ladybug! Mirai, kill this ladybug! Oh nein! Miki, du machst dich gerade nicht sympathisch, das weißt du, oder? Well, I'm not here to play. And I'm also not here for your entertainment. No. We are not here to entertain you.
so. Nicht schon wieder. Ja, matomona katana mo sashite nai omae ga nani shi ni shite. Woher willst du bitte schon wissen, dass wir kein Schwert nutzen können? Wir können ein Schwert nutzen. Wir sind zwar kein Profi, aber wir können es trotzdem nutzen. I've come here to do what I can do. Would you mind if you stop playing games? Bitte mir. Gott. Kannst auch etwas freundlicher sein. The chief is currently going around, paying his respects to the people in the castle. Everyone else continue with the girl. Hoppla. Huh? That's it? It's that simple? Nan da sono bagasra. Ore ga dentatsu wo kiita no ga sonna ni okashii ka? Hallo M, was? Das ist Liara und Emmy. Und hallo, Moment, mir fällt's noch ein. Liara war's doch und Miss. Erstmal Liara. Emmy. Hallo Pika. Emmy sagt mal hallo. Hallo. Das ist Emmy. Die herausgefunden hat, was das Internet ist. Emmy hat herausgefunden, was das Internet ist. Wie schreibt man sie? Gelegentlich EMI oder auch EMMY. Das sei nicht gerade. EMLY wird's komplett geschrieben. Ja. Ich schreib's irgendwie über zwei M und Y, egal. Ja, dann sprichst du es hier Emmy aus, nicht Emily, deswegen. Ach, alles. Ja, ich sag immer Emmy. Zu null Confused Bist Potatoes, vollkommen in Ordnung. Emi. Nana. Oh Gott, Emi. Emi. Nein, ich bin kein Emi, danke schön. Ich find's irgendwie halt immer gewohnt. Emi schon halt. Oh well, now I draw. 仕事は仕事だから. 市場を挟むつもりはねえんだよ. Ist okay, Miki, wir wollten nur kurz Hallo sagen. Ora, Dentatsu wa kiitan da. Sassa to ike. Ja, ist. Boah, brauchst du dich anzuschreien? Ist Miki nicht in Sonnenschein? Okay. Ja, Miki sieht gerade so aus, als hätte er 30 Burritos gegessen. Was? Frag mich nicht, wie ich auf Burritos gekommen bin, aber ich wollte gerade sagen, er hat außerdem etwas gegessen und ist jetzt glücklich. Und da bin ich auch auf Burritos gekommen. Darf ich kurz was sagen? Ja. Das hört sich nach extremen Blähungen an. Vielleicht ist du deswegen so schlecht gelaunt. Okay. Miki and I never really got on the best of terms, but maybe he's a responsible person. Yay. After he shooed me away, I continued attending to my duties as a messenger. In the surroundings of Nicho Castle, I can see the warriors wearing a white uniform, which was different than the afternoon uniform. Ja? Der Burrito war schlecht. They don't seem too nervous. Er dachte, es sei ein Burrito, doch es war Dio. Dio! But I guess it makes sense. Some of the imperial nationalists, extremists, were driven out of Kyoto, and many warriors fled. There's no way anything would happen. Oh, deswegen meintest du, sind wir schon so weit. Das war die Kapitelvorschau, nicht wahr? A sudden chill ran down the length of my spine. I froze. I knew the feeling. A length of cold steel seeking entry into your flesh, eyes shining with a lust for blood and violence. Since I'd begun living with the Shinsengumi, I felt it more than once. Bloodlust. My eyes were drawn to the roof where no one would think to look. A large wall cast a shadow, shielding a section of the roof from the moonlight. There they stood. Ja, hi, euch drei kennen wir ja. Hi, na, wie geht's euch? Lange nicht mehr gesehen. Gut, eigentlich haben wir erst zwei von euch kennengelernt, aber der dritte ist schon in unserem Dingens, drinnen. Juhu! In unseren, Baumbeschreibungen, nenne ich es jetzt mal einfach mal. Warrior Records heißt eigentlich. Juhu! Kann es sein, dass jeder von denen ein Tier repräsentiert? Ich meine, wir haben hier eine Schlange links, wir haben rechts einen Drachen. Repräsentiert ihr dann vielleicht auch irgendwas?
They looked very distinctive, unlike any soldiers I'd seen before. But three sets of piercing eyes scattered my thoughts, making it hard to think. Emmy hat verpixelt die Party. Echt? Ich nicht. Emmy, sag mal was. Was? Ich wollte damit eigentlich nur symbolisieren, dass du vielleicht noch da bist. I had recognized them. Now I had to put names to faces. Ja, zwei von denen kennen wir schon. Den dritten hast du schon gehört. Pika, Baumbeschreibung? Wie habt ihr mich denn beschrieben? Da, Warrior Record, Baumbeschreibung. Wir könnten den dritten Namen jetzt auch nachgucken, aber das lasse ich lieber. Ja, wie haben wir den Pika beschrieben, so als Baumbeschreibung? Pika ist ein wunderschöner Baum der Harmonie. Der gut singen kann vor allem. Ein singender Harmoniebaum. Das ist eine schöne Beschreibung. Warum hört sich das an wie Straight Out of... Wie aus was? Ich hab grad Flashbacks und was bekommen. Alles gut. Chikage Kazama. Kyuju Amagiri. Und den Typen, den wir mit unserem Gerede reingelegt haben. Kyoshi Ranui. Klinge, ja, lass Pika in Ruhe und leg die Axt weg. They were connected to both the Satsuma and the Choshu, and they'd made an effort to impede the Shinsengumi at Ikeda, and again at Hamaguri. Why are you here? So, naze tsu no wa, dou yatte koko ni tachi itta ka o kiite yagan no ka? Nein, das war eigentlich nicht unsere Frage. Unsere Frage war wirklich, warum seid ihr eigentlich hier? Nicht, wie seid ihr hier reingekommen? Dattara kotae wa kantan da. Ore ra oni no itsudoku ni wa... 人間が作る障害なんざ意味をなさねんだよ。 Excuse me, what? Du bist ein Dämon? 我々はある目的のためにここに来た。君を探していたのです。 Wait, ihr kennt unseren Namen? Hi. What? I'm slightly irritated. My heart was pounding so hard it could burst. Why do these men know my name? I don't understand. A demon? What do you mean? And what are you here for? No, you must be joking. Wie kannst du fragen, was ein Dämon ist? Wir wissen nicht, was ein Dämon ist, deswegen fragen, was ein Dämon ist. Ist das so ungewöhnlich? Ach, du kennst die Geschichte gar nicht, Kax? Ist es komplett blind? Ja. Ja, es ist komplett blind. Nur Emmy weiß, was abgeht. Ja, ich weiß alles und das ist so... Da weißt du, wie ich mich fühlen... Da weißt du, wie ich mich fühlen darf, wenn wir Nekujishi spielen. Okay. Da bin ich nämlich derjenige, der alles weiß und ihr bist beide wisst nichts dazu. Da wirst du auch mal realisieren, wie ihr das eigentlich ist. Ich lasse euch dann übrigens auch mal die Entscheidungen treffen beim ersten Run und wahrscheinlich mich selbst in den Kopf schlagen, was ihr da tut, aber ich lasse euch trotzdem entscheiden. Verraten wir uns nicht hier die ganze Zeit Ruhe. Titel Omaeba Moshinderio Nani! Omaeba. Same here for me. He stepped forward, cloaked in shadows. When Amagiri spoke, it was calm and peaceful, as if he were reasoning with a frightened child. I held my breath. Heilen unsere Wunden schneller als bei einem Menschen? Ja, das ist der Fall. Woran erinnert mich das jetzt? An irgendein Anime erinnert es mich, aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. How does he know my secret? I've never revealed it to anyone before. Well, I... Words struggled to come to mind. And just as I was about to deny their accusations... Huh? Nannara chi buchimake de shoumei shita hou ga hae ga? Willst du jetzt unter den Kopf schießen und rausfinden, ob das heilt? Stirbst du? Shiranui's gun glistened eerily. Oh fuck. Shiranui.
Was? Excuse me, was zur verfickten Hölle? Was? Und deswegen liebe ich übrigens Spiele blind zu spielen, wegen solcher Reaktionen, what the was? Ey, sag mir nicht, was ich tun soll, das Kind ist einfach dickköpfig. After Kamasama glared at Shiranui, his eyes drifted towards the Kudachi on his on my hip again. Weißt, ihr Familienname ist der eines Dämons und sie trägt das Kudachi des Ostdämons? Was? Was geht eigentlich gerade ab? My family name? Ach, deswegen können wir die nicht ändern. What was wrong with you, Kimura? I didn't understand what he was saying, and the cold sweat started inking down my spine. Then again, it isn't as... So. Das ist nicht dein Text, du bist nicht Chikage. Ich lese nur Chi und denke mir so, okay. Ich find's schön, das heißt, also, Liara ist Chikage, Abby ist Hijikata und ich bin scheinbar Tochika, fast. Ich komm doch auf den Namen, oder? Tochita Kodo. Tochita? Wen meinst du? Ich meine den Trickster. Trickster. Okita. Okita. Spitznamen beste. No. His hand stretched out from the darkness, pale and grasping like the tentacle of some hideous subterranean monster. Oh nein, keine Tentakel. Du bist gerade im falschen Anime. Then a blade flickered through the night. Oi, oi. Hi. Hi, ihr beiden. What? What? Hey, bist du hier im Chicks in der Nacht? Das ist absolut nicht creepy. Herr Pikas Takel? Hentai? Nein! Nein! Es sei so, es war so knapp, dass es kommt. Was? Die Kultur und die Nase eines Hundes? Rettung! Harada! Saito! My legs almost collapsed, as if the now shattered tension was the only thing keeping me standing. I teetered backwards, my balance momentarily lost. A strong, sinewy hand caught me and pulled me back, its grip hard as steel. Oh, hi! One hand guided me around behind him, even as the other drew his sword. Kasama, kannst du bitte aufhören, so leise zu sprechen? Ich kann dich kaum verstehen. Der nuschelt so extrem. Der Pika ist cool, die beiden da. Ja, das ist schon cool aus. Die überstehen. His eyes narrowed. Chikata seemed perplexed by Kazuma's statement, as if contemplating the possibility of its truth. Ah hi, stimmt, wir beide kennt mich ja noch, ihr habt eigentlich noch ein Rematch offen. Ich mag beide unglaublich, aber so. The tension was so thick in the air that I could scarcely breathe. There were a powder keg ready to explode. Even the slightest movement could set them off. It wasn't like I could do much. But I still wanted to help them, so I grabbed my sword. Huh? Hallo Yamazaki. When did you...
Okay. Then you tell me to run away? Danke dafür. I mean, he may be right, but that doesn't mean he's correct. Oh nö. Ich traue der Sache nicht. Wenn wir hier bleiben, sind wir nur im Weg. Vor allem, wenn ich überlege, die sind nur wegen uns hier. Hauen wir jetzt ab, dann werden... Was? Dann war das irgendwie umsonst? Ich weiß nicht. Nee, da war es nicht umsonst. Dann wäre es für die umsonst gewesen und die würden einfach abhauen. Es wäre im Prinzip, wir würden ihren Plan zerstören, wenn alles glatt läuft und wir wirklich zurück zum Headquarter kommen. Mhm. Deswegen, ich bin fürs Headquarter. Für was bist du? Ja, komm, gehen wir zurück. Wir sind auf dem Weg und am Ende verletzen wir uns selbst. Even as I ran back to the headquarters with Yamazaki, I couldn't shake the fear in my heart. When I finally got to the compound, I still felt nervous and I could do nothing but stare into the blank darkness behind me. Pika, der Moment, wenn man sich vorstellt, dass man in einer solchen Situation ist und dann Gänsehaut bekommt. Mhm. Und deswegen liebe ich solche Visual Novels. So, Mira, und dann ist es eine Falle, ich sehe es schon kommen. Ich gehe in den Wald. Was? Ich hab irgendwas entschieden, aber ich hab nicht gesehen, was! Verdammt. You're right. Achso. You're right, but. Hab ich gedrückt. Das ist gemein, ich hab noch nicht mal gesehen, dass da irgendwas stand. Ja. Yeah. Manu. Yes. You're right. I mean, we're pretty far. And besides, you're with me, Yamazaki. Suddenly, Punkt bei Yamazaki. Schön, dass ich mich automatisch richtig entschieden habe, ohne zu wissen, was ich eigentlich getan habe. Herr Pika, oh Mann, es ist so schön zu wissen, was passiert. Schauen wir mal kurz bei Yamazaki in den Baum rein, wenn er jetzt auch 30% ist oder so. Er hat Budding. Er wird jetzt Budding haben. Nee, er ist immer noch closed. Immer noch? Mhm. Der Titel Love is in the Air. Ja, Love is in the Air. So. Ja, aus Versehen. Aber hey, wenigstens haben wir jetzt einen zweiten Charakter, der Budding hat. Yay. Titel ist auszusehen in the Air. Titel Love is auszusehen in the Air. Baum? Ich? ああ、いいか。どう。俺は副長たちのところへ戻らなくてはならない。忍者。皆将軍校の警護に出ているから、今の屯所に大使はほとんど残っていない。沖田さんか東堂さんのところにいるのがいいだろう。そこが最も安全だ。 Ja, das hätte ich mir fast gedacht, dass wir zurückgehen, wir entweder mit Okita oder mit Todo Zeit verbringen müssen. Okay, understood. With that, he disappeared back into the darkness. Aber suddenly, Punkt. Ich geh in den Wald. Suddenly, the night felt very quiet. The word demon echoed through my head, and their faces floated in front of my eyes. I shook my head. As the temple came back into focus, I felt very, very alone. As Yamazaki said, I should go find Okita or Heisuke. But whom should I look for? Das war ja irgendwie klar. Okita. Wer war Okita noch gleich? Der Kranke? Die sind beide krank! Deswegen sind beide hier. Yara, es gibt nur zwei Charaktere, die da sind. Und wenn der eine Heisuke ist, dann dürftest du eigentlich wissen, wer der andere ist. Das hat Pika geschrieben. Ich glaube, Pika ist der Trickster. Ich glaube, das sagt ihr richtig nicht. Ich weiß nur, dass so viele Jahre sich entscheiden will. Oh nein. Mirai, Echo. Okita ist der Größere. Heisuke, danke. Okay, Okita. Dann nope ich raus. Ja, gut. Danke. Ich habe Buttons auf eBay gefunden, die ich haben möchte. Ach, du auch? Das Ding ist,
Ich habe immer noch keine Kreditkarte. Ach, du auch? Deswegen zahle ich alles mit PayPal. Sehe ich so aus, als hätte ich PayPal. Warum hast du kein PayPal? Weil ich immer noch minderjährig bin, du Affe. Ja. Ach, mein Handy ist voll, dann kann ich meine Aber nur für einen Monat und einen Tag, meine Freunde, ich hole mir eine Kreditkarte, komme, was da wolle. Ach, dann darf ich dich immer anschreiben, Kreditkarten zahlen. Wenn du mir das Geld zurücküberweist. Kann ich machen. Anstelle. The night compounds that I'm so used to felt like a place I don't know. Nearly all of the members of the Shinsengumi left to guard the Shrogun, which meant the compound was still cold and oddly silent. So when I spotted Heisuke, I was quite relieved. Herr Pika, Emmy ist 17. Noch. So knapp ein Monat und ein Tag, meine Freunde. Heisuke. Und ja, Ibims auch 17. Ibims fast 20. Ibims fast 18, ich muss aber länger warten als Emmy. Verdammt. Verzeihung, das ist dein eigenes Verstehen, dafür kann. Was soll ich dazu sagen? Beschwer dich bei deinen Eltern? I don't know. Actually. I didn't know where to start, stumbling over my words more often than not. I pulled out the whole story. At the mention of Amagiri, the man who'd wounded Heisuke at Ikeda, he scowled. Oh, Emmy Pika hätte dich minimal jünger wie Kax geschätzt. Danke. Das habe ich ehrlich gesagt auch, also... Vielleicht liegt es an der Art und Weise, wie ich rede, ich habe keine Ahnung. Als... Ja, als wie als Baum. Nicht wie, als! Yeah. Du hast auch wie geschrieben. Ich habe ein Wie geschrieben. Ich habe auch wie geschrieben. I don't think so. But they knew my name. Du hast gerade den ersten Teil nicht vorgelesen. Doch. Nein, ich hab nur But they knew my name gehört. Ich war 17! Ich hab's andere aber gehört. Deswegen. Was hörst du mit deinem Kopfhörer? But they knew my name. Schaut euch dieses verdammten Buttons an. Ich muss aufpassen, dass ich wieder aus Versehen eine Entscheidung treffe. Ich brauche diese Button in meinem Leben. It's alright now though? Yeah, it is. Ich möchte ihn irgendwie nicht beunruhigen. Ja. Yeah. Du, Liara? It's alright now. But I'm alright now. What? Hey, wir kriegen mal Punkte bei ihm. Ja! Herr Moment, Mirai, wie alt bist du noch gleich? 20? Mira ist 20, ja. Oder 21? Ja, 20. 20. I'll be with you. Ja. Okay, das hat also sein Ego gerade geschöpft, von wegen, solange ich hier bin, da bist du sicher. Herr Pika, boah, bin ich gut. Thanks. He pounded his chest with one fist and grinned. Ich glaube, Heisuke ist sogar der jüngste von der gesamten Truppe, deswegen ist er so ein bisschen insecure. I felt a little better. There was something about his bravado that was somehow comforting. Also doch 1999. Ach, deswegen mag Liara ihn so, weil sie auch die jüngste der Truppe ist. Oh, kleines Baby. Ey! But wait. Ich komm mal hier rüber. Dann komm rüber. Okay, Miske, versuch oder? Mal. I thought you... Nope. Sag mir Bescheid, wann du da bist. Ich öffne dir auch die Tür. I thought you didn't feel well. Das wirst du schon wissen, wenn ich da bin. Höchstens, wenn ich dann Sturm klingel. Shouldn't you be resting inside? Aber mein Boden... Toll.
ob er da jetzt I prepare some medicine. Ah, Baby Ranch. 実はさ、違うんだよ。調子が悪いわけじゃなくて。Ja, das habe ich fast gedacht, dass du gelogen hast. Deine Ausrede wirkte irgendwie nicht sehr glaubwürdig. What? Why? He looked at me for a moment, then shook his head in defeat. Geh von eBay runter, eBay ist der Horror. Ich weiß, wovon ich rede. Jedes Mal, wenn ich auf eBay bin, kaufe ich mindestens einen Plüsch. Und das ist nicht untertrieben, es ist wirklich so. Auch teilweise, wenn jemand anders auf eBay geht und meint, guck mal das an, dann guck das an, sieh was anderes und kauf's dann. Hast du im Chat die Buttons gesehen? Ja! Auch alle fünf. Oh, guys. But. Du willst den Shogun nicht mehr verteidigen? What do you mean you didn't want to go? Why? Heisuke seemed to be unsure whether to open up, and he looked up at the night sky for a moment. Okay, ehrlich gesagt traue ich Okita auch zu, dass er auch einfach nicht mitgegangen ist, weil er nicht mitgehen wollte, weil ich traue ihm irgendwie nicht zu, dass er eine Erkältung hat. Mire, und dann sagst du, dass ich zu viel shoppe. Ich bin nicht immer auf eBay, ich sagte nur jedes Mal, wenn ich auf eBay bin. Hey, es geschüttelt den Kopf, Kacks, geh runter von eBay! Eventually, he slowly but quietly continued speaking. Kondo-san toka Hijikata-san wa Bakuf toka Iemochiko. Warum gibt's hier so viele coole Button? Ore wa totemo so wa omoenakute sa. Mira, in meinem Fall wäre es jede Woche. What do you mean by that? I was in disbelief that he would admit such a thing, so I had to ask. お前はしばらく江戸に戻ってねえからわからねえのかもしれねえけど。今の江戸はさ、偉人が我が物顔でいろんな建物を建ててて。なので幕府の役人はそのことを全然気にしてねえみたいでさ。Entschuldigung. Mire braucht bald einen zweiten Schrank für ihre Cosplays. Ich hab nicht so viele Cosplays. Wait, ich hab mehr Cosplays als Mirai. Wieso brauchst du einen zweiten Schrank für deine Cosplays, wenn ich mehr Cosplays hab als du? Das muss ja nichts heißen. Weil die Cosplays haben ja auch von sich aus mehr Stoff. Ja, oder mehr. Ich benutze halt meine Kleiderstange für meine Cosplays und meine Fächer für meine normalen Klamotten. Was daran liegt, dass ich eventuell meine Uniform nicht zusammenfalten sollte. Deswegen sind sie immer der Kleiderstange. Mirais Schrank ist allgemein sehr voll. Sehr, sehr voll. Ja eben, Mirai hat ja auch jede Menge Shoppingkleider, wie immer. Ja. Ist das Chaos? Chaos. Hab ich gerade irgendwie aus Versehen das Spiel weggeklickt? それにお前も聞いたんだろ例の薬の話 Ach, war mir das Serum? My heart pounded. I did. あれもさ、もともとは幕府の命令なんだよな。Du traust dem Shogunate also nicht über den Weg. Tschüss, Pika! Ciao, Pika! Schönen Abend noch! Heisuke. やっぱりあの人たちのことは好きだし、ついていきてって思ったからこうやって一緒に今日に登ってきたんだし。Heisuke's eyes were filled with confusion and pain, and it hurt my head and, heart seeing them. To be in the predicament of not knowing what's right or wrong, and how to confront being loyal to something you don't believe in. So...Was that why you invited Ito to Shinsengumi? Ah,
伊藤さんは政治とか世の中のことに詳しいし、人脈もあるし。Ja, aber das war eine schlechte Idee, Ito hier einzuladen. Tai wo ii hōkō ni michibite kureren janai ka tte omotte. Sukunakutomo ima yori wa. As any group grows, it must begin to accept people with differing viewpoints. Size and human nature simply decrease. It cannot be tightly focused forever. So long as the Shinsengumi fought in the front lines of any war, it would lose friends to death. But how many might it lose, I wondered, to differences of opinion? Ja, das ist eine gute Frage. Wie viele Menschen verliert man an den Krieg? Aber wie viel mehr verliert man wegen unterschiedlicher Meinungen? I did my best to put the thought from my mind. Enjoy the present, don't worry about the future. That was what I truly believed. And I quietly looked up at the starry sky. Since then, once the rest of the men returned, there was a meeting among the captains. The subject of that meeting was the three men of Nijo Castle, Chikage Kazama, Kyuyo Amagiri, and Kyoshi Ranui. They called themselves demons, and their previous encounters with the Shinsengumi suggested they were somehow involved with the Satsuma and Choshu. The Satsuma were the most powerful domain in the opposition domain, and the Choshu are publicly expressive of their descent towards the shogunate. The Choshu are essentially enemies of the court. I don't know how the three men are supposedly affiliated with domains, but it was abundantly clear that they are not to be dealt with carelessly. There was another problem, however. Why had they come for me? They said I was one of them and knew about my family name and my kodachi. But how? My name is Chizuru Yukimura. I am the daughter of my father. Was, du bist Tochter des Vaters und deiner Mutter? Schocker. I am the daughter of my father and my mother. You don't say. I am normal girl. Nothing out of the ordinary. But who am I? Wer bin ich? Das Spiel. Warte, was? Emmy ist dran. Ich bin so kurz davor, mir einen Pin zu kaufen. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich halte dich davon ab. Mirai, was? Ich dachte, ich sei die Tochter meiner Tante. Nein, aber Ding, bitte. Ich habe einen 6er-Pack gefunden. Aber aus irgendeinem Grund gibt es keinen mit Bruno. Das verstehe ich nicht. Ein Set ohne Bruno ist nicht gut. Dim, dim, dim. Din. Ha? Ihr seid furchtbar. Ich bin furchtbar? Ihr seid beide furchtbar. Wieso? Ja, ich kenne die doch nicht alle. Ich weiß. Keine Reaktion, kein gar nichts. Ich hab dir gesagt, ich halte dich davon ab, die Pins zu kaufen. Aber trotzdem, ich bleib dabei. Ein Set ohne Brun ist es vielleicht wert, aber das ist mir nicht wert. Ich möchte einen mit allen. Was jetzt von dem Set, was ich vorher gesendet habe, das. Da gibt es aus irgendeinem Grund kein Figo. Aber unten gibt es kein Bruno. Das macht keinen Sinn. Tschö. Sind unterschiedliche Hersteller, also macht das schon Sinn? Ja, warum würdest du ein ganzes Teamset rausbringen und dann steht einer der wichtigen Charaktere. Stattdessen machst du einen Shipping-Pin. Weil man den Charakter vielleicht nicht mag? Wer mag Bruno nicht? Weiß ich nicht. Mann. Ja, Hilfe. Handy, please. Entschuldigung. Ich kann dir nicht sagen, wer Bruno nicht mag, weil ich noch nicht mal weiß, wer Bruno ist. Tut mir leid. Wieso entschuldigst du dich jetzt? Weil ich mich jetzt furchtbar höre, wieder.
Wieso denn? The compound was alive with noise. I passed several soldiers in the hall. Each one of them excited about something. What was going on? Hallo. Diese Stimme. Ja. Danke. Is something wrong? There is no data to quick load. Bist du wieder auf das Öl gekommen? Nein! Ich habe, gibt es auch eine Quick Load Taste mit der Maus? どうしたもこうしたもありませんよ. 私がなんであんな野蛮人どもと同じ部屋で肌をさらさなくてはならないの？It was an explanation was useless. I was completely confused. Is there something going on today? It was the best. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. To correct himself. Shakily adjusting his hair and clothing before he spoke. 将軍上洛の時に近藤さんと意気投合したお医者様が本所にいらしてるのよ。わあ。体重の健康診断を行うとかの名目で。おない。おない。With this drainful sniff, he glared pointedly across the hall towards the area he just left. The men were getting physical checks up. Then what I knew, if my particular situation. I've been sent by the captain, who also gave me special instructions to stay away. あのハゲ坊主じゃなくてお医者様ったら。Was? Hallo's Monster, ich meine den Doktor. Das ist irgendwie ein bisschen gemein. あの前で私に着物を脱げとおっしゃるのよ。拒んだら無理やり脱がせようとするし。Mein Dude, wenn er dich untersuchen will, dann darfst du keine Klamotten anhaben. Aber ein schöner Traum.それにあの大使たちの態度まるで野獣みたいでしたわ。Oh my god, wie unkultiviert sind sie denn? Unkultivierte Bilder, oh god. Savages. Simply strong. Mira, Shinjiro shit. At any rate, perhaps I should go and see what physical.Entailed. I was the doctor's daughter, after all. What's this doctor's name? 確か Matsumoto Ryojun とか言ったかしら。Das sagt uns absolut nichts. Nie gehört. What? Doch. Natürlich kennen wir ihn. Zeit haben wir nicht nach dem am Anfang. Ja, haben wir. Yeah. Wait, Dr. Matsumoto? 何をその反応、知り合いなの? What?When I first came to Kyoto, my plan was to find Dr. Matsumoto. My father told me I could rely on the man if I ever needed anything. Unfortunately, he was away on business when I had arrived, and after that... I'm going to go watch the physical exams. Du willst die Typen stalken. There was no time to waste. Du willst diese Bilder sehen? Is this it? Ich hab das Gefühl, du stüppelst rein. Was ist los? Das wird cool. I could hear a loud voice from inside. Oh. Oh! The scene froze me in place. 次の人。配信パッチ俺の番だな一応頼みます先生マス Ich
Shippachi, was? Ich hab ne Titel FBI Open Up. Shippachi, was? Ich hab eine... Ja, genau das. Shippachi, was? What are you doing? Ooh, looking cool, looking cool. Shippachi, was tust du da? Hauptsache, sie zoomen an das Sixpack. Das ist seine Brust. Ja, Mirai. Es ist nicht sein Sixpack, es ist seine Brust. Und er hat sogar Nippel. Also, das ist keiner von Yaras Charakteren. Oh, ihr seid so! Wir haben dich auch lieb. Mann, no! Du hast gesagt, deine Charaktere haben keine Nippel, das ist deine. Weil sie Omo, weil sie nicht Omo, oben ohne rumlaufen. Ich hab bisher einen Charakter mit oben ohne gezeichnet. No, get next. Jo, Sensei, motto chanto mite kure yo. Shippachi jetzt flex, Shippachi jetzt flexen oder was? Ich hab genug gesehen, danke schön. Diese Blicke! Leute, diese Blicke! Leute, in meiner Variante ist es sogar noch besser. Heiske, was bitte ein? Hey, es gibt diese Blick und vor allem die, und die anderen so, diese die Augen. Hey, Saito ist aber auch nicht schlecht. Warum ist Saito so klein? Der ist kleiner als Heisuke. Saito war schon immer klein, die anderen sind so riesig. Saito ist so klein. So, Janagutte, jo. Motto, hokani, mire, tochoro, gandaro. Du musst meinen ganzen Körper auschecken, oder was? Ja. What? Shippachi, ich wollte eigentlich gerade was trinken. Ich glaube, das war's für heute mit dem Trinken. Ich kann nicht trinken, sonst spuck ich das gleich aus. Das wäre es nicht vor Shippachi. Shippachi, please! Shippachi, wenn du dich aufschauen willst, dann mach das doch mal wann anders und nicht während der Medical Examination. Hallo! Man sieht Haradas Narbe, wo sie sich selbst den Bauch aufgeschnitten haben. Stimmt, ich seh's grad, ja. Ich liebe dieses CG übrigens. Mira lacht gerade sehr laut. Lira, ich hab auch laut gelacht. Ich liebe dieses CG. Es ist einfach perfekt. Ich hab mich so darauf gefreut. Und ich weiß warum. Warte, was willst du damit gesagt? Was? It wasn't difficult to see why Ito was... Nee, ich weiß, warum du dich darauf gefreut hast, weil es ist hilarious. This bridge escape. I couldn't imagine him as part of such display. Das ist die Frage, hätten wir Ito halb nackt sehen wollen? Nein. Dankeschön. What should I do? I feel like it's rooted true. Du hast die Tür schon aufgemacht. Wenn du sie jetzt zumachst, ist es noch peinlicher. Was ist meine Reaktion? Hallo! Was ist meine Reaktion? Tür auf, ich sehe das, Tür wieder zu, umdrehen, weggehen. Yamazaki. Schließ die Tür, wir gehen. Tschüss. Ich muss immer noch Fluff Love Story schreiben. Yamazaki, hello. I heard that Dr. Matsumoto was here. Ich glaube, ich werde das so lange sagen, bis es wirklich mal tue. Sie denken ja alle immer noch, dass Shizuru ein Kerl ist. Ja, genau, Mirai. Wobei Yamazaki weiß es eigentlich. Ich glaube, fast alle der Chefs auf die neuen wissen. Deswegen sag ich ja, der Einzige, der es gerade nicht wusste, war Ito. Der gerade so eingemacht hat auf Nope, das ist mir too gay. That's too gay, dude. That's too gay. Wollen wir uns Frühstück teilen? Das ist so homosexuell. Mist.
werde über dieses Spiel niemals hinwegkommen. Ich meine, was für eine Wahl das? Wir werden auch niemals über, wir werden auch niemals über Afterclass hinwegkommen, oder? Nein, ich wollte nicht. Ich meine, was wir da erlebt und gesehen haben. Schwitzen denn Elche? Ich habe keine Ahnung. Warum fragst du dich endlich bei Mark über deinen? Oh, die Situation mit Mark und seinem Vater ist so peinlich. Ah. Da ist man sieht Mark. Er sagt sogar, das ist Marks Vater. Wen meinst du denn mit deinem Sohn? Oh, ich bin hier mit einem Freund. Oh, du suchst nach deinem Sohn. Mein Freund ist gerade abgehauen. Afterclass macht mich fertig. Afterclass ist was Besonderes. Ah, Gott. Aber hey, wir alle freuen uns auf das Password-Update, wenn wir es dann endlich mal spielen können. Oh ja, vor allem, was zur Hölle da mit Oswald? Oswald? Ist der richtige Name? Oswald, richtig. Fun Fact, ich habe jetzt schon gesehen, da sind nicht nur Fragen dabei, die man ihn fragen kann, die wirklich wichtig sind. Es sind auch wirklich Bonusfragen dabei, die Joke-Fragen sind. Ich kann mir nur vorstellen, was ich hier da mache. Du kannst ihn zum Beispiel fragen, can I call you daddy? Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommen wird, aber man kann es ihn fragen. Gott, kann ich dich daddy? Oh boy. Aber wir müssen erstmal, bevor ich mir dieses File mit den ganzen Fragen nochmal angucken, selbst gucken, weil im Prinzip will der Entwickler, nutzt der Entwickler das Ganze, um zu überprüfen, wie das funktioniert, weil er versucht im Prinzip, dadurch, dass man die Fragen komplett selbst eingeben muss, das so zu machen, dass man halt wirklich genau wie möglich eingeben muss und nicht einfach nur ein paar Wörter schreibt und dann die richtige Antwort bekommt. Mhm. Ist eigentlich ziemlich cool, was der da macht. Bekommt ihr ein Happy Ending? Vielleicht. Das können wir jetzt nicht fragen. Ist übrigens dein Text. Ich weiß, aber Liara ist noch weg, deswegen wusste ich jetzt nicht so. Sag ich ja, Liara ist doch da. Toll. Ja, ich bin jetzt wieder da, ich war kurz weg. Yamazaki didn't look like he was in to tolerate my snooping. So he went to the pond. Narodo. Matsumoto-sensei ni nani hanashi ga. Du möchtest mit ihm reden, hä? Huh? Ja, wir wollten mit Shinpachi reden. Ich meine natürlich mit dem Doktor. Du wolltest noch länger eine ärztliche Untersuchung an Shinpachi durchführen. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldige. Oh, danke schön. Was soll ich tun? Ach, wir vertrauen. Ja, mach das bitte. Ja. Are you sure? Then, yes, please do so. Wakatta. Skoshi matteite kure. Yamazaki went over to Dr. Matsumoto. Matsumoto-sensei. Karui shoujou no mono nara, ore ga kawari ni mimasu. そろそろ休憩してはどうですか。ではそうさせてもらおうか。Danke. Achso, das war sogar echt eine kluge Strategie. Dankeschön. Yamazaki ist echt hilfsbereit und seine Hilfe ist zudem auch noch useful. Das ist nicht nur irgendwie so, ja, ich helfe dir und dann kommt da irgendein Scheißbein raus, der irgendwo weiß, was er da tut. I went outside for Dr. Matsumoto until he stepped out of the examination room. But I'm sorry. Hör auf dich zu entschuldigen, dass du dich entschuldigst, Matthias. Excuse me? Nein. Es wäre cool, wenn mal jemand auf sowas antwortet. Nein, weg ist. Was tust du da? Ja? For a moment. His eyes narrowed in Curiosity. Suddenly, entschuldigen Sie, ja, hilf mir mal bitte aus. Ja, nee, ich bin vielleicht hat er uns direkt erkannt. Also ein Freund und Vater, ich habe keine Ahnung. Good luck.
bezweifle, dass es gerade Lack war. Das war Yamazaki. Dr. Matsumoto. Matsumoto-sensei. Dankeschön, Kondo. Wir wollten da nicht gerade niemand alleine reden, egal. Oh, hi, Kondo. Oh, sassoku aete yo dana. Hi, okagesama de. Kansha shitorimasu. Okay, er hat das wirklich erkannt. What? Was ist utterly lost? Dr. Matsumoto laid a gentle hand on my shoulder. Watashi wa kimi ni au tame ni koko ni kitan da yo. Wofür war die Medical-Dingens dann? Was? Als Vorwand? Suddenly hat mich jemand auf die Freundesliste hinzugefügt. Auf Steam, das sieht man auch im Stream sogar. Ich habe Verzeihung, dass ich das hier nicht sehen kann auf meinem Handy. Ach, ihr seht es gar nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Also auf Discord sieht man es nicht, habe ich nichts gesehen und im Stream habe ich gar nicht hingeguckt. Es ist halt so ein Steam-Overlay. Kondo told me that. Das ist nicht dein Text. Tschüss. Oh, das war's. Ich wandere aus. Man sieht sich im nächsten Bild. Bist du jetzt der Doktor? Mira hat's gesehen, also im Stream hat man's. The Shinsengumi had their own reason for wanting my father's power. But Dr. Matsumoto's appearance was still a cause of joy. Thank you, both of you. They smiled. Dr. Matsumoto then explained he had just barely missed me when he left for Edo and I came to Osaka. Osaka? Suddenly Osaka? Aber wow, das ist so wirklich so ein typisches von wegen so, ja, ich bin zu dir hingekommen, ihr seid direkt aneinander vorbeigelaufen. Was habe ich mal mit einer Freundin geschafft, die wohnt bei mir in der Nachbarschaft, wir noch in derselben Schule waren, haben wir uns immer auf dem halben Weg getroffen und den einen Tag war ich früher dran und dachte, hey, ich kann bei ihr durch den Garten, da ist es ja schneller. Sie war aber an dem Tag schnell auch früher draußen, ist dann die Hauptstraße lang. Wir sind direkt aneinander vorbei. Ich habe geklingelt und dann hat ihre Mutter mir die Tür aufgemacht. Das war so, ja nee, die ist gerade los. Kann sein, dass die andersrum ist. Ich renne los, nimm mein Handy raus, sie an. Und dann meint sie, bist du? Ich mach gerade Sturmklingeln bei dir, bitte nicht. Ich bin sofort wieder da. Weil an dem Tag war noch jemand zu Hause, der geschlafen hat. Und dann natürlich geweckt. Oh. Ich speichere sie mal. Stimmt, dann müssen wir schon bald wieder aufhören. Ja, aber ich speichere einfach so mal wieder. Sicher ist sicher. Storymäßig ist ziemlich viel passiert. Ist doch gut. Ich habe es auch nicht als Negatives angedeutet. Ich meine, heute ist es nicht mehr so ein langer Stream, aber es ist wenigstens was passiert. Mhm. Und wir kommen voran. Und ich freue mich immer noch auf Tennis Ace. Auf Tennis Ace auch, aber Tennis Ace bist du leider die Einzige, die davon nichts weiß. Liara und ich kennen ja schon genug davon. Vor allem, wie aber bei dass ihr zwei der drei Charaktere mögt, gehe ich davon aus, dass ich dann den dritten am meisten mögen werde. Ja. Aber tatsächlich bei Nekojishi bin ich interessant, wie ihr beide euch dann entscheiden werdet und ich sitze dann so da. Ich sag nichts. Nein, halt die Klappe, Link. Okay, ich mich die ganze Zeit, also please. Da wirst du meinen Schmerz erfahren. Ich hab die Jahre gehört, sie ist wieder da. Hallo. Mhm. He'd receive all my letters. But once he finally returned, he had no idea where I was. And consequently couldn't find me. すれ違いだったとはいえ、辛い思いをさせてしまったようだ。君がここにいる事情は分かっておるよ。何か不自由なこと Gibt's etwas zu Braus? Ja, wo ist mein Vater? No, I'm doing all right. So, Dr. Matsumoto, about my father. His fate took a grim card. Before he even spoke, I knew what his response would be. 私も行動さんの居場所は知らないんだ。
Natürlich. Der Typ ist wahrscheinlich nach Vegas gegangen und geht jetzt von Club zu Club. Was? Entschuldigung. Suddenly Vegas. Halt, gab's damals eigentlich schon Vegas? Das ist eine gute Frage. Aber da bist du ja dann bis Amerika gereist sein. Von Japan aus. Es gibt zwei Wege. Einmal gegen die Zeit und einmal mit der Zeit. Aber selbst mit der Zeit bist du dann wieder in der Vergangenheit. Ja. Well. Willkommen in Zeitzone. Ja, Zeitzone ist auch immer sehr interessant, wenn Leute meinen von wegen so... Guten Morgen, der nächste gute Nacht. Und ich so, ich ist Mittag. Vom einen Ende der Welt zum anderen Ende und hockst da irgendwo in Mitteleuropa. Ja, weil ich da Leute halt aus Australien habe und auf der anderen Seite habe ich Leute aus Nordamerika. Siehste. The vital tone of my voice surprised me. I suppose some devil, I believe Dr. Matsumoto. Had some miracle revelation about my father. Und wir hatten mehr als nur einmal einen Kulturschock. Ich meine, ich durfte heute erklären, wie man bei uns auf die Universität kommt. Wissen die, dass du aus Deutschland bist? Weiß ich nicht. Aber sagen wir es eben so, wenn es zum Beispiel in Spanien so ist, dass man einen Test extra machen muss, um auf die Uni zu kommen, ich bedenke, ja, ich musste meine Noten an die Uni schicken... Und noch zusätzliche Dinge und dann wurde ich angenommen. Ich glaube aber, so ähnlich ist es auch in Finnland. Du machst einen extra Test, damit du zum Abi zugelassen wirst und es schaffen ungefähr, ich glaube, 20% aller Schüler diesen Test. Dann wird dann von den Abiturienten nochmal ein Test gemacht, den nochmal etwa 20% bestehen. Deswegen bloß die Schlausten des Landes in dem Sinne. Oder zumindest die Schlausten studieren. I suppose on some... Achso, das hatte ich schon. Ja. Guck mal, Miraculous. Foolish of me, of course. But that didn't make the truth any less devastating. Ich finde diese Kulturschocks übrigens immer noch jedes Mal sehr aufs Neue interessant. Ich meine, wir hatten auch einmal Süßigkeiten und so... Ich so, hab den größten Kulturschock meines Lebens erlebt mit so Süßigkeiten, wo ich mir dachte, was ist das? Oh Gott, wo du das SZ erklären musst, oder was das war? Was muss ich erklären? Das SZ. SZ? SZ. Hä? Gott, my dude. Nein, das ist der falsche Buchstabe. Ich bin grad verwirrt. Was geht's? Dieses Scheißding, Joe. Ach so, das scharf S. Das ist ein SZ, ein scharf S. Das Ding heißt scharf S. Wir sagen immer SZ dazu. Das ist ein das SZ. Das Ding heißt scharfes S. Liara, bitte schreibt es einmal in den Chat und lass die anderen beurteilen, wie die es nennen. Das ist doch SZ. Das heißt scharfes S. Mirai hat es schon in den Chat geschrieben. Also für mich, ich nenne es immer SZ. Als Kind habe ich das immer Buckel S genannt. Ja, das war eben so, ich wollte ein Fragezeichen schreiben, hab mich vertippt und hab aus wie das scharfe S gedrückt. Und dann war es auf einmal so, hat jemand gemeint, von wegen, er will das nachmachen. Und dabei kam raus, dass er dieses Fragerufzeichen gemacht hat. Also diese Mischung aus Fragezeichen und Ausrufezeichen. Mira sagt auch SZ. Das ist ein scharfes S, egal. Verdammtes SZ. Das ist ein scharfes S. Okay, ist euch das so oder ist das ein Bundesland-Ding? Das heißt bei uns wirklich so. Also wir sagen SZ oder Buckel ist es so. Also ich als Kind habe das immer so gesagt. Oh Gott, Buckel ist ein scharfes S. Das hieß bei uns immer scharfes S. Bei uns immer oder ich glaube, wir haben gerade international einen Kulturschock. Ich meine, der Kulturschock war wirklich von wegen, als ich gefragt wurde, was das für ein B sei. Und ich so, das ist kein B. Das ist eigentlich eine... Es ist eigentlich eine... dadurch wird nur zwei S ersetzt. Nein, ein scharfes S. Genauso wie ihr Süddeutschen China und Chemie etc. ausspricht. Oh Gott, ja. China und Chemie. Chemie. China und Chemie. Ich sag es heißt halt auch Chemie. Es heißt Chemie. Nicht Chemie. Du sagst ja auch es heißt nicht Chemie. Chemie.
Es heißt China. 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 Es heißt nicht Chemie, es heißt Chemie. China. Chemie. TH. Wo ist denn das K? Chemie. Also entweder sag ich sag eigentlich China und Chemie, also irgendwie beides. Es ist nicht Chemie. Streiten uns gerade echt um Aussprache. Es sind ja auch chemische Elemente, nicht chemische Elemente. Chemische Elemente. Chemische. Mirai, nein, heißt es nicht Baby Wage. Was? Mach wir kurz weiter. Ich weiß es nicht, ich glaube uns. Hoppla, machen wir doch kurz weiter, oder? Ich hab den Satz auch so übersprungen. Ja, deswegen. Okay, wir machen, glaube ich, dann für jetzt schon Schluss. Die Folge heißt einfach deutsches Kulturschocks. Irgendwie so. Es ist so. Kulturschocks, international als auch national. Wenn ihr mir kurz Zeit gibt, dann können wir doch ein bisschen darüber diskutieren. Ja gut, wir können doch ein bisschen darüber diskutieren eigentlich. Aber ich muss halt kurz noch dafür Twitch öffnen und das für YouTube beenden, weil ich glaube, YouTube ist nicht unbedingt so interessant, dass wir einen Kulturschock haben. Twitch Live Dashboard. Wobei. Ach, beenden wir den Stream jetzt. Das können wir auch noch privat klären. Vor allem klären. Kriegen wir das mit dem größten Streit. Wir klären das jetzt. Können wir das bitte mit dem Bild beenden von den körperlichen Tests? Das dürfte unter Azov sein, welchen Tests. Woran soll es denn sonst bitte schön sein? Schimpachi. Es ist tatsächlich ein Schimpachi-Bild. Das ist ein Schimpachi-Bild. Ach Gott, nenn mich. Miri hat schon sehr viele Kulturschocks erlebt. Da, es ist ein Schimpachi-Bild. Look at this. Ranzo. Guck mal, Yara Nippel. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Ich liebe auch einfach, dass alle anderen so fertig mit der Welt sind. Und also, ich will diese Description wegmachen. Warte mal, ich kann damit. Was? Y. Wieso kann ich damit rauszoomen? Du kannst rauszoomen. Aber wieso kann ich mit der Zahl 8 rauszoomen? I don't know. Zoom so dann rein. Klinge hat einen Clip erstellt, danke dafür. Oh Gott. Für was denn? Das weiß ich nicht. Sendest du es bitte auf den Server? Natürlich. Ah, damit. Und ich mit. Also mit 8 und mit 0 kann ich rein und rauszoomen. Also der Clip heißt Deutsch mit Link. Ah! Achso, wegen Chemie und guck Chemie mal. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ja, das war doch dieselbe Chance, auf der das Menü ist. Wegen der Chemie und Chemie-Diskussion. Deutsch mit Link. Danke dafür. Katz, was ist hier? Ich habe fast das Gefühl, man sollte eigentlich die Gesichtsausdrücke hier für unsere Sticker rausschneiden. Achtung. Ehrlich. So habe ich mich am Anfang gefühlt, wenn ich über JoJo's geredet habe. Und wir beide so. Hast du es gestreamt, Scotchet? Hast du es oder nicht? Weil sonst musst du mich nochmal ran. Ja, ich hab grad meinen Pink ausgemacht. Der kommt noch. Okay, dann streamst du mich nochmal ran in die Gesichtsausdrücke. Also nein, Gesichtsausdrücke, die hab ich schon längst. Das ist hilarious. Also Leute, mit diesem wunderschönen Bild. Verabschieden wir uns heute. Zum nächsten Mal. Wir wundern Chimpachis. Tollen Charakter. Echt, das nenne ich mal im männlichen Fanservice. Entschuldigung. Chimpachi ist ein cooler Charakter. Es ist halt wirklich so, ich mag seinen Charakter. Ich finde ihn cool. Neues Thumbnail. Das wird nicht das neue Thumbnail. Klingel, stimmt, ich wollte ja heute früh schlafen gehen. Geh schlafen, Klingel. Geh schlafen, Klingel. Und deswegen sage ich auf jeden Fall vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und... Hallo, tschüss. ...findet dieses Bild so hilarious wie ich. Also dann, Leute, bis dann und ich verabschiede mich.
Danke für die Unterstützung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Persona. Tschüss.